Hallo und herzlich willkommen zu meinem technischen Vorwort zum Vorwort. Diesmal betrifft das technische Vorwort den technischen Zustand dieses Videos. Entschuldigung. Also, das Problem ist, ich will hier ja den Trailer analysieren. Der Trailer ist zum Teil sehr laut und hat jede Menge Musikelemente drin, die ich persönlich ziemlich scheußlich finde. Und da ich, damit wir im Trailer nichts verpassen, also keine Details wie Bäume, das Ganze ein bisschen leiser geschaltet habe, Quatsch, langsamer geschaltet habe, sind die entsprechenden musikalischen Elemente im Trailer noch widerlicher geworden. Das führt dazu, dass ich zwar versucht habe, die super, super lauten Stellen ein bisschen leiser zu schrauben, aber es könnte euch passieren, dass wenn ihr das Ganze mit hoher Lautstärke, mit guten Kopfhörern hört, es vielleicht kurzzeitig mal wehtun könnte. Ich würde also empfehlen, vielleicht gerne mit guten Kopfhörern hören, aber dann bei eher niedriger Lautstärke, damit die Spitzen, die hier leider drin sind, dann nicht allzu schlimm sind. Ich kriege das technisch nicht besser hin. Herzlichen Dank und damit kommen wir zum richtigen Vorwort. So, hallo und herzlich willkommen heute am Computer. Wie ihr seht, geht es hier um Seven vs. Wild Teams und das hier ist, was wir hier gerade aufgemacht haben, bereits aufgemacht haben. Ich versuche das technisch so gut zu lösen, wie ich es halt hinkriege. Na, ihr wisst ja, Technik und ich, wir werden keine Freunde mehr, aber ja, ich versuche es zumindest. Und ja, hier sehen wir den Trailer zur Staffel 3, der vor, ich glaube, 2 Tagen oder sowas veröffentlicht worden ist und da gibt es jede Menge Wald zu sehen. Und mindestens zu dem Wald möchte ich jetzt mal wieder was sagen. Ich habe ja länger nichts zu Seven vs. Wild mehr zu sagen gehabt. Der ganze, ich sag jetzt mal, Gossip, Neudeutsch, also Klatsch und Tratsch der vergangenen Wochen, das ist alles schön und gut. Das habe ich auch alles verfolgt. Der eine oder andere von euch hat sich auch mit mir darüber unterhalten, im Wald, wohlgemerkt, nicht im Internet. Und daher, ja, kommt mir das Ganze irgendwie so vor, als hätte ich da viel zu erzählt. Habe ich auch, aber wie gesagt, nicht öffentlich. Und damit ist es jetzt, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, das via dem Trailer jetzt nochmal nachzuholen, da ein bisschen auf den aktuellen Stand einzugehen. Für diejenigen, einfach also jetzt nur nochmal ein ganz kleines bisschen Vorgeplänkel zu liefern, für diejenigen, die da gar nichts zu mitbekommen haben, und die gibt es, das weiß ich, ich habe einige Zuschauer, die das zwar, meinen Bericht dazu irgendwie interessant finden, das Zeug selber aber nicht gucken. Und für die möchte ich eine ganz kurze Zusammenfassung geben, also für meine Verhältnisse ganz kurz, über das, was eben in den letzten Wochen und Monaten da passiert ist. Also Teilnehmer waren bekannt, hatten wir darüber geredet. Inzwischen sind die, waren die in Kanada, sind wieder zurück und aufgrund dessen sind jetzt ein paar Sachen bekannt geworden, die wir vorher noch nicht wussten. Zunächst mal hat es eine personelle Veränderung noch gegeben. Der Andreas Kieling durfte nicht mitmachen, weil er sich daneben benommen hat. Zumindest sagen die Veranstalter und die Teilnehmer, dass er sich daneben benommen hat. Und da das sehr viele sind und er nur einer, der sagt, dass er sich nicht daneben benommen hat und die charakterliche Integrität, die er dafür haben müsste, dass man ihm das dann eher glaubt als ganz viel. Leuten, die hat er nicht und meine Einschätzung und daher wäre ich der Meinung, dass er sich sehr wohl daneben benommen hat. Details dazu findet ihr zuhauf im Internet. Da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen, zumal diejenige, die da am ehesten drunter gelitten hat, auch darum gebeten hat, dass man das Thema jetzt langsam sacken lässt und ja, das würde ich dann an dieser Stelle auch gerne tun wollen. Nur so viel eben, dass der nicht mehr dabei ist. Stattdessen macht mit Jan Schlappen, zumindest nennt er sich auf YouTube Jan Schlappen. Ich weiß nicht, ob das sein korrekter Name ist. Ich weiß auch nicht genau, was der da eigentlich genau so tut. Er scheint irgendwie ein bisschen lustig zu sein und das war's. Mehr weiß ich über den nicht. Muss ich auch nicht. Ich lasse mich davon überzeugen, was er da so getan hat, wenn man dann sehen kann, was er da so getan hat. Also der hat da mit Joey Kelly zusammen ein Team gebildet und ja, das war die personelle Veränderung. So, und dadurch, dass die Teilnehmer zurückgekommen sind und es dann natürlich Bildmaterial der zurückgekehrten Teilnehmer gab, wissen wir auch, dass Fritz und Martin so mittelmäßig mitgenommen ausgesehen haben. Die könnten wahlweise sehr
sehr lange dabei geblieben sein, sehr gut Energie gespart haben oder sehr lange dabei geblieben sein und Energie gefunden haben, sprich was gegessen haben, schwer zu sagen. So, sehr deutlich abgemagert sind der Knossi und der Sascha, also das Team Knossi-Sascha. Da könnte man definitiv davon ausgehen, dass sie 14 Tage durchgehalten haben, einfach weil sie so stark abgemagert sind. Das gleiche gilt für die beiden Streamer, deren Namen ich mir noch immer nicht gemerkt habe. Müssen wir mal gucken, was die so abliefern. Vielleicht merke ich mir dann irgendwann mal, wie die heißen. Tut mir leid, das ist überhaupt nicht mein Content. Das könnten für mich auch Brückenhuber aus, keine Ahnung, Ploching sein und Beate Gassenhauer aus Unterhulding. Ja, schon wieder Unterhulding. Ich brauche neue Städte, die ich für fiktive Figuren verwenden kann. Ne, ich habe überhaupt keinen Bezug zu denen. Die können total nett sein. Ich will auch nichts Negatives assoziieren. Ich kenne die nur nicht. Und es interessiert mich auch nicht, was die so tun in ihrer Social-Media-Karriere. Aber die haben auch abgenommen. Die haben deutlich, deutlich abgenommen. Also auch da ist zu vermuten, entgegen der Vermutung, dass sie am ersten Tag rausfliegen, was viele gemeint haben, wozu ich mich jetzt, glaube ich, nicht so direkt geäußert habe, aber da auch keine, wie gesagt, gar keinen Bezug zu denen habe, sind sie wohl nicht. Sind sie wohl nicht. Das ist überraschend und dahingehend erfreulich, dass man dann mehr Teams im Rennen hat, dass dann auch einfach mehr unterschiedliches Bildmaterial letzten Endes bei rumkommt. Finde ich das gut. So, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Wir haben die beiden Damen, also die Ann-Kathrin Affe auf Bike und die Hannah Asil heißt sie, glaube ich. Und die sehen nicht sehr abgemagert aus hinterher, sahen sie nicht. Ja? Das muss jetzt auch nichts heißen, vielleicht haben sie auch ganz viel zu essen gefangen. Wissen wir nicht. Nur so viel. Ja? Dann bei den Naturensöhnen, auch die sind nicht merklich dünner geworden. Jedenfalls nicht so, dass das offensichtlich gewesen wäre. Bob. Und wen haben wir jetzt vergessen? Ah, Trimax und Rumatra, zu denen nachher noch im Trailer gleich noch ein bisschen was, sind auch deutlich abgemagert. Wie lange? Weiß ich nicht, ob sie was, ne, wissen wir nicht, aber sichtbare Spuren der Veranstaltung. So, und jetzt habe ich noch irgendwen vergessen. Ich glaube nicht, das müsste gewesen sein. Ja, wenn nicht, ist auch egal. Jedenfalls das zu dem aktuellen letzten Stand quasi, was dann wirklich noch einigermaßen wichtig vielleicht für die Zuschauer gewesen sein könnte, die das Ganze eben nicht verfolgen, aber meinen Kommentar dazu irgendwie interessant finden oder halt sonst wie gucken. So, was wir jetzt im Folgenden sehen, ist eben dieser offizielle Trailer. Es ist eine klassische Reaction in dem Sinne, dass ich das komplette Bildmaterial durchlaufen lasse und dazu meinen Senf abgebe. Also immer mal wieder Pause mache und so weiter und so fort. Oh, da fliegt die Bundeswehr, falls man die hören kann. Eurofighter. Machen bei uns im Tal hin und wieder gelegentlich Talflugübungen oder was immer das genau ist. Ich war zwar mal bei der Luftwaffe, aber das haben sie mir nicht erklärt, wozu das gut sein soll. Gut, jedenfalls. Genau, klassische Reaction. Ich sage immer, Reactions finde ich doof. Es gibt Ausnahmen. Es kommt immer, ein Hauptpunkt, was mich bei Reactions stört, ist immer, dass man im Verhältnis zum gezeigten Material zu wenig zusätzliche Infos kriegt. Das heißt, dein Lieblingsstreamer guckt das Zeug, was anzugucken ist, und gibt gefühlt auf 10% der Lauflänge des Originalvideos irgendwelche nichtssagenden Kommentare dazu ab. Das finde ich Schrott, das ist Content-Klau und dämlich, meiner Meinung nach. So, wenn ein Material gesichtet wird und dazu haufenweise Kommentare abgegeben werden, insbesondere der Sichtende sozusagen auch noch ein Experte für das entsprechende Gebiet ist, auf dem, aus deren Sicht er das gesichtete Material beurteilt, dann kann da sehr viel Mehrwert draus entstehen. Dann bleibt es aber immer noch ein Stück weit eben Klau von fremdem geistigen Eigentum. Und das ist bei mir dann immer noch so ein bisschen so ein Thema, was ich manchmal akzeptieren kann, wenn man zum Beispiel bei jemandem klaut, der da ständig sowieso selber auch macht, ist ethisch-moralisch das Ganze nicht besonders verwerflich. Zum Beispiel hatte ich ja mal bei Robert Mark Lehmann ein bisschen was mir geschnappt für diesen Zwecke, beziehungsweise auch von dem seiner Reaktion auf ein Video einer, ich glaube, Versicherung, die mit ihm Videos macht und ihn dafür wahrscheinlich gut bezahlt. Das Ganze ist so verworren gewesen,
dass ich das da mal mit meinem persönlichen Gewissen so akzeptieren konnte. So, und beim aktuellen Beispiel handelt es sich auch wieder um, zwar um Content-Klau, ja, geklautes Bildmaterial, das nicht meins ist und das auch nicht, das dem Urheberrecht unterliegt. Ich nehme ja meistens Bilder, wenn ich Bildeinblendungen habe, von freien Bildern, die halt eben nicht klassisch dem Urheberrecht so unterliegen, dass man sie nicht verwenden dürfte. Oder ich berufe mich aufs Zitatrecht. In diesem Fall handelt es sich um einen Trailer. Ein Trailer hat die Funktion, dass er geteilt wird. Dafür ist er da. Ja. Also das soll diskutiert werden, das soll gezeigt werden. Und auch in diesem Punkt würde ich dann eben mal sagen, dass man bei einem Trailer sehr wohl das Bildmaterial auch in Drittverwendung sozusagen verwerten darf in einem eigenen Werk, weil das eben die Funktion des Trailers ist. Ja. Und es hier eigentlich nur in der Intention des Trailer-Erstellers, welche Firma auch immer da genau für Seven vs. Wild mit mittlerweile verantwortlich ist, stehen kann, wenn ich das jetzt diskutiere, weil ich damit zumindest 5 Leute extra Reichweite generieren könnte. Ne? So. Und das ist so ein bisschen der Plan. Und das war jetzt wieder eins der gefürchteten Menschen-Vorwörter. Ich blende euch hoffentlich irgendwo am Anfang ein, wie ihr dieses Menschen-Vorwort überspringen könnt, wer das dann möchte. Und damit drücke ich hier mal auf Play. Ah, und muss hier noch ganz wichtig, hier unten, das seht ihr jetzt nicht, aber da bin ja ich eingeblendet. Qualität ist aufs Höchste, was ich hier einstellen kann, was mein Monitor auch hergibt. Untertitel brauchen wir nicht, aber Wiedergeschwabegeschwindigkeit eben nicht Standard, sondern 0,5, damit wir nicht die guten Bilder verpassen. Weil das, was hier erzählt wird, ist im Wesentlichen Knossi, der eine Motivationsansprache hält. Die kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Das ist auch relativ unerheblich. Uns geht es ja um das, was da zu sehen ist und nicht so sehr um die Ansprache. So, jetzt drücke ich hier aber wirklich mal auf Play. Könnte sein, dass das irgendwann zwischendurch durch Werbung unterbrochen wird. Die würde ich dann gegebenenfalls für meine Aufnahme rausschneiden. Tada, Wald. Ich habe auf 4K geschaltet, ja, also besser ist die Bildqualität einfach nicht mit der Kamera, mit der das aufgenommen wurde. Es ist nicht so, dass das bei mir immer perfekt wäre, daher kann ich mich damit sehr gut assoziieren. Wir sehen hier größtenteils Nadelwald. Laubbäume sind in dem Stil nicht vorhanden, dass sie flächendeckend zur Geltung kommen würden. Diese etwas helleren Bäume, dieses hellere Grün, was wir da sehen können. Moment, ihr seht ja meinen Mauszeiger hoffentlich. Das ist hier zum Beispiel in dem Bereich. Hier wiederum klassische gefühlt Fichte ist es nicht, ist wahrscheinlich Hemlocktanne. Die hier mit dem helleren Grün, die kann ich noch nicht ganz zuordnen. Dazwischen hier wieder Hemlocktanne und das da hinten, ja, schwierig. Tatsächlich so als Übersicht bin ich mit den kanadischen Wäldern, mit den British Columbia Wäldern dann auch noch auf einer Insel, falls das überhaupt die Insel ist. Das macht es nämlich nochmal schwieriger eben. Nicht vertraut genug. Ja? Und da muss man eben einfach wissen, was für ein Pool von Bäumen hätte man denn, wer hier vorkommen kann, wo ist die Aufnahme überhaupt aufgenommen. Und wenn das jetzt zum Beispiel das Inland ist, dann könnten die Bäume, die hier helleres Grün haben, eben doch auch Laubbäume sein. Das Problem ist, es gäbe Nadelbäume, die von der Krone her so eine Struktur haben können in der Region. Es gäbe aber auch diverse Laubbäume. Wenn es Laubbäume sind, dann ist diese Aufnahme vermutlich nicht von der Insel und das würde dann auch für diesen Berg da hinten sprechen, weil die Insel, auf der das Ganze spielt, das ist geleakt worden, das ist Hope Island, eine winzig kleine, also verglichen zur Hauptinsel, nördlich, wirklich genau am Nordende und davon nochmal nördlich von Vancouver Island gelegene kleine Insel und da gibt es so einen Berg nicht. Das heißt, das könnte irgendwo aufgenommen sein und damit ist alles fertig. Jetzt gerade erzähle, im Grunde rein spekulativ. British Columbia müsste aber fast sein, so wie das hier aussieht und würde ja dann auch Sinn ergeben für den Zweck des Trailers, aber ja. Dieser See wiederum, der könnte schon auf der Insel liegen, möglicherweise, aber solche Seen, das nennt man auch gerne mal Moorauge, oder es ist vielleicht eventuell sogar ein Miniatur-Karsee. Wir haben hier bei der hohen nördlichen Lage der Landschaft, ne, wir befinden uns ja immerhin in Kanada, wenn auch im südlichen Kanada, immer eine Vergletscherung gehabt. Also komplett Kanada war mal von Eismassen bedeckt und dann wäre es vorstellbar, dass das Eis eben hier, Mauszeiger
folgend durchs Land geflossen ist. Hier war eine Geländemulde. Könnte sein, dass das Gestein hier einfach ein bisschen leichter, weicher gewesen ist. Der Gletscher ist hier runtergeflossen, hat sich dann hier, weil er hier relativ steil runtergeflossen ist, das könnte die K-Wand sein, falls es sich um ein K handelt, aber das sieht mir schon ziemlich so aus, da runtergeflossen, hat sich hier unten sozusagen gebrochen, kam da wie so eine Wasserwelle, die unten aufstößt und dann wupp, gleich wieder hochströmt und dann hier so einen Strudel macht. So ist das hier mit dem Gletscher auch passiert. Eis ist letzten Endes, fließt auch, ja, und macht dasselbe wie Wasser, nur unendlich viel langsamer vom Fließverhalten. Natürlich ein bisschen anders, klar. Aber könnte hier unten sich gebrochen haben, dann hier eben das freigeräumt haben und sich langsam hier im Tal ergossen haben, beziehungsweise an dieser Stelle eben einfach tiefer eingedrungen sein als links und rechts. Vielleicht war dieser Bergrücken auch nur hier runtergeführt und wir daher hier einen etwas größeren Ausschürfungsprozess des Eises gehabt haben, der dann hier zu einem See letzten Endes führt. Und in dem Fall dann ein K-See. Sowas haben wir auch im Schwarzwald überall. Auch der Schwarzwald war in mehreren Eiszeiten vergletschert. Daher sind mir K-Seen ziemlich vertraut und das könnte tatsächlich so eine Struktur hier wirklich gewesen sein. Es scheint auch ein relativ tiefer Punkt im Gelände zu sein, würde also bedeuten, dass wir hier zusätzlich dazu, dass das extra nochmal vertieft worden ist, einfach durch den Niederschlag der umgebenden Wälder hier einfach einen Wassereintrag haben. Einen Ausfluss halte ich für unwahrscheinlich, es sei denn, das hier ist tiefer, als es aussieht, dass da was rausfließen kann. Ansonsten scheint mir das tatsächlich ein Talkessel zu sein. Der Rand hier, dieser ganz kleine Uferbereich hier, das müsste mindestens Niedermoor-Charakter haben, aber dazu sehen wir dann nachher noch ein bisschen mehr. Niedermoor erkläre ich dann nachher auch nochmal ausführlicher. So. Schwarz. Oh ja, die fliegen Flugzeug. Kann ich nichts zu sagen, bin kein Flugzeugexperte. Und da hinten eine Insel. Ne? Sieht man da das Wasser drumherum. Das ist der Fritz. Im Dreck. Oh, halt, nicht so schnell. Ja, deswegen mache ich ja so langsam, damit wir eben solche Details nicht verpassen. Das ist, Moment, da habe ich euch extra hier mal was vorbereitet, wenn ich es finde. Nein, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Wo habe ich es denn? Ah, hier, die Schalon-Scheinbeere. Ne? Ich habe den Wikipedia-Artikel dazu. Ich weiß, das Foto hier ist jetzt nicht gerade optimal, aber ja, das ist halt das Foto, was wir gemeinfrei, da unten steht es, das seht ihr wieder nicht, da bin ja ich. Ach Mann, es ist furchtbar, irgendwo muss man ja dieses blöde Bild hinkleben, aber naja, jedenfalls ist das trotzdem gemeinfrei und das ist eben wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit eben die Schalon-Scheinbeere. Das ist eine Erika Zähe. Und Erika-Zähen wachsen da tatsächlich in der borealen Zone und in der, am Rande derselbigen befinden wir uns wirklich in rauen Massen. Gerade die Schalon-Scheinbeere ist bekannt dafür, dass im Küstenbereich von British Columbia massenhaft vorkommt. Das ist eine der häufigsten bodenbedeckenden Sträucher tatsächlich. Also sie bildet Holz aus, ist damit eben ein Strauch und kein Kraut mehr. Die Beeren sind essbar, man sollte es mit der Menge vielleicht nicht völlig übertreiben. Ob sie besonders lecker sind, wage ich zu bezweifeln. Ich habe nämlich keinerlei Hinweise im Internet gefunden, die da irgendwie darauf hinweisen, dass die Teile besonders lecker wären. Aber man kann sie hinten an den Blättern wirklich schön erkennen, dass es sich hierbei sehr, sehr wahrscheinlich um die Schalon-Scheinbeere handelt. Meine erste Vermutung, ich musste das zugegeben auch recherchieren, ne, dass es die ist. Aber meine erste Vermutung war auch unbedingt Erika Zähe. Also vielleicht auch irgendein Vaccinium, das ist es nicht. Aber eine Erika Zähe auf jeden Fall. Und dann passt das mit der Schalon-Scheinbeere und dann vergiftet sich, das ist übrigens der Jan Schlappen, der Kollege beim Verzehr derselbigen gerade nicht. Ich habe gesagt, mit der Menge soll man es nicht übertreiben. Das liegt daran, dass all diese Scheinbeeren, die nordamerikanischen insbesondere, von den Ureinwohnern sehr wohl geschätzt waren, unter anderem auch als Arzneipflanze. Man kann aus den Blättern einiger der Scheinbeeren, ob das mit dieser hier auch funktioniert, ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich schon auch einen Tee brühen, der antibakterielle bzw. schmerzstillende Eigenschaften hat. Warum? Weil da Acetylsalicylsäure bzw. Metabolit davon drin ist und letzten Endes im Körper das Ganze dann zumindest als Acetylsalicylsäure wirkt. Das klingt jetzt schlau, ist es auch. Ja, großes Lob an mich.
Aspirin, ja, also es ist wirkungsgleich tatsächlich mit Aspirin. Gerade wenn man ein Öl aus den Früchten destilliert oder ein Öl aus den Blättern destilliert per Wasserdampfdestillation, das kannst du draußen im Wald so nicht machen. Ne? Also das wäre für keine Option gewesen. Zumindest wüsste ich nicht, wie man das draußen im Wald realisieren könnte. Aber dieses Öl ist dann erheblich stärker als zum Beispiel Aspirin und 30 Milliliter von dem Öl entsprechen 200 irgendwas Aspirintabletten und wäre dann durchaus keine so gute Idee, davon allzu viel zu konsumieren. Und so ist es also auch mit vielen Beeren letzten Endes ja sowieso auf dem Planeten. Die Pflanze will ja nicht, dass ihre Beeren vom gleichen Organismus in gigantischer Menge gefressen werden. Warum nicht? Naja, die Beeren sollen doch bitte die Kerne vor allen Dingen, die drin sitzen, also die Samen, sollen doch bitte woanders fallen gelassen werden, sprich ausgeschissen, um es mal auf Deutsch zu formulieren, damit da dann bitteschön was wachsen kann, was halt eben auf dem Wege dann durch das Tier quasi deutlich weiter verbreitet geworden ist, als das alternativ mit der normalen Verbreitungsmethode der Beere, sprich vom Stamm, vom Ast, vom Zweig fallen und unten liegen bleiben, möglich wäre. Ja? Und da es nicht hilft, wenn ein Tier alle Beeren futtert und dann am selben Ort einen großen Haufen macht, sozusagen, ist es besser, wenn mehrere Tiere sich auf die Beeren konzentrieren und jeder frisst nur ein paar und alle laufen in unterschiedliche Richtungen, die Ausbreitung ist höher, weshalb ein Überkonsum auch einer essbaren Beere in vielen Fällen von der Pflanze sozusagen nicht beabsichtigt ist, weshalb sie sich irgendwas einfallen lässt, um ganz leicht giftig zu sein, wenn auch nur ganz, ganz leicht. Und das ist bei der Schalon-Scheinbeere wahrscheinlich auch so, dass wir da einen Hauch von Giftigkeit eben genau zu diesem Zwecke haben, dass nicht einer alles futtert. Ich hoffe, der Jan hat das auch berücksichtigt. Aber ja, er ist lebend zurückgekommen. Das heißt, wir brauchen uns diesbezüglich dann keine Sorgen machen. Ja, und wenn das Gift würde quasi als Wirkung auch wirklich sich vermutlich auf die Acetylsalicylsäure verlassen, die ist ja bekanntermaßen als Schmerzmittel durchaus zu gebrauchen, insbesondere bei Kopfschmerzen immer noch relativ beliebt, aber wirkt blutverdünnend und das kann, wenn das Blut dann viel zu verdünnt ist, eben entsprechend Probleme bereiten, weil die Blutgerinnung dann so überhaupt gar nicht mehr stattfindet. Und je nachdem, um was für ein Organismus es sich handelt, blutet der einfach aus, weil er da große Schwierigkeiten bekommt, beziehungsweise gar kein Blut besitzt wie wir in einem geschlossenen Blutkreislauf, wo nichts rauslaufen kann, wenn man sich nicht an irgendwelche scharfkantigen Gegenstände rankuschelt, sage ich jetzt mal. Aber ja, bei manchen Tieren primitiverer Art kann das dann eben zu einer massiven Degradation der Hämolymphe, also so eine Vorstufe vom Blut, führen und dann geht es denen nicht so gut. Na, das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Ja, was kann man, ja, also abgesehen davon, dass die Pflanze eben dann tatsächlich als Acetylsalicyl-Lieferant, sprich als Schmerzmittellieferant zu gebrauchen ist, so man da eben eine gute Verträglichkeit dazu hat, das sollte man zu Hause dann halt mal ausprobieren, kann sie auch als Teeersatz verwendet werden, sie soll geschmacklich von den Blättern her, wenn man sich da einfach einen Tee draus kocht, einigermaßen angenehm sein, wurde jedenfalls im amerikanischen Bürgerkrieg verwendet, um daraus Tee zuzubereiten. Und dann gibt es noch ein paar volksmedizinische Anwendungen, die ich aber nicht wiedergeben möchte, weil die sogenannte Volksmedizin, irgendwer hat sich mal ausgedacht, dass irgendwas für irgendwas gut sein kann. Manchmal hat man Glück und stimmt, in vielen Fällen ist es Quatsch. Das kann ich also mit dem wissenschaftlichen Charakter meiner Videos nicht vereinen, so einen Blödsinn dann wiederzugeben. Auch wenn es historisch natürlich interessant sein kann. Ja, aber da muss dann ein Historiker fragen. So, wir machen mal ein paar Sekunden weiter. Jetzt futtert er das. Ohne Essen! Das ja, kann man. Das ist Ann-Kathrin bzw. Affe auf Bike. Und das Tolle ist, dass mich wunderbar sehen können, dass sie im Wald sitzt. Ja? Und vom Wald können wir auch relativ viel erkennen. Im Übrigen haben die hier Ausrüstung gefunden, die sie so nicht mitgebracht haben könnten. Kann ich mir nicht vorstellen. Da hinten, naja, das kann auch Müllsack sein. Möglicherweise ist das Müllsack. Der würde in eine Flasche reinpassen. Was das da ist, ich habe keinen Schimmer, aber das ist auf jeden Fall was Selbstgebasteltes. Das ist dahingehend ganz spannend, weil, um jetzt noch mal ein bisschen auf die Gerüchteküche einzugehen, ne? Ich verfolge die Gerüchteküche, ja. Das da ist auf jeden Fall mit einem Messer bearbeitet. Ja? Oder mit einer anderen Form von Klinge. Da sie aber nur ein Messer dabei haben können und eine Axt schwierig wird und sie wahrscheinlich vor Ort nicht zufällig gerade eine Axt haben rumliegen haben oder ein Messer gefunden haben oder sonst wie, muss das mit einem Messer bearbeitet sein. Das ist deswegen spannend, weil das Messer
das Originalmesser, sagt man zumindest, dass die zwei hier dabei hatten, also Ann-Kathrin und Hanna, vom Reini Rossmann unter die Lupe genommen wurde. Das ist ein österreichischer Survival-Guru. Guru ist hoffentlich ist jetzt nicht abwertend gemeint, ne? Kleiner Spaß. Und der hat das eben bekommen und soll sich's angucken oder kann sich's angucken und tut das und stellt fest, dass es kaum Gebrauchsspuren aufweist. Und das ist jetzt spannend, weil dieses Ding da hinten definitiv geschnitzt worden ist. Ja, vielleicht haben sie es auch gefunden, kann auch sein. Ja. Aber ja, nur mal einfach, um Gerüchte in die Welt zu setzen. So, ansonsten sehen wir hier so einen typischen kühlgemäßigten Regenwald hier gerade im Hintergrund. Die Bezeichnung Regenwald trifft es relativ gut. Ein wesentlicher das Wachstum von Holzpflanzen beeinflussender Faktor ist immer die Wasserverfügbarkeit, sofern das Jahr einigermaßen warm genug ist und es nicht zu einer massiven, superlangen Winterphase kommt. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Durch den Einfluss vom Pazifik sinken die Temperaturen selten in den zweistelligen Minusgrad-Bereich, also Celsius, ne? Nicht amerikanische Minusgrade. Und das bedeutet, dass die Winter auch gar nicht mal so lang sind und da es sich hier größtenteils um Nadelbäume handelt, diese auch, sobald die Bodentemperatur 5 Grad überschreitet, Bodentemperatur wohlgemerkt, nicht Lufttemperatur, können die prinzipiell weiter wachsen, auch wenn die Lufttemperatur deutlich kälter ist, sofern sie Wasser haben. Bedeutet, wenn der Schnee gerade geschmolzen ist oder im besten Fall gar kein Schnee liegt. Und das macht diese Wälder zu einem wahren Gewucher an Unterwuchs, an effizienter Lichtausnutzung und an ja, dichtestmöglicher Vegetation, die wir auf dem Planeten so finden können, mit Ausnahme vom tropischen Regenwald. Aber dass beides Regenwald heißt, ist eben kein Zufall, weil Wasser ist hier wirklich im Überfluss vorhanden. Es kommt zu so häufigen Regenereignissen entlang der Küste, dass eigentlich der Boden niemals vollständig austrocknet oder fast so gut wie niemals. Wenn doch, dann gibt es einen Waldbrand. Dieses Jahr durchaus passiert. Aber normalerweise ist das übers langjährige Mittel durchaus ein sehr, sehr seltenes Ereignis, dass es mal austrocknet. Und deswegen kann massiv gewachsen werden. Und ja, eben das Resultat sehen wir auf der anderen Seite vom Flussbächlein, an dem Ann-Kathrin da sitzt. Und ja, es ist ein nahezu undurchdringliches Dickicht. Darüber beschwert sich nachher noch, ich glaube, das ist der Trimax, den wir da hören, dass man da eben nicht durchkommt und fliegt dann hinterher auch auf den Hintern. Und auch der Gerrit soll wohl mindestens zweimal gestürzt sein, wie wir dem Trailer entnehmen können, was keine große Schande ist. Es ist halt wirklich ein unendlich schwierig zu begehendes Gelände. Das ist man auch als erfahrener deutscher Waldläufer in dieser Intensität nicht gewohnt, insbesondere nicht, wenn der Wald, in dem man üblicherweise unterwegs ist, und das ist in keinster Weise jetzt ein Vorwurf, und ich will auch gar nichts unterstellen, ich weiß es ja nicht, aber angenommen, der Gerrit ist da zweimal gestürzt, wie gesagt, was der Trailer vermuten lässt, dann ist das kein Wunder, wenn der Gerrit normalerweise in Brandenburg rumrennt, und Brandenburg sieht anders aus. Ja? Das heißt, von viel Erfahrung im Rumlaufen in brandenburgischen Wäldern bringt die hier nicht viel. Ja, wirklich nicht. Das möchte ich hier einfach nur mal kurz zum Verständnis angemerkt haben. Ja, wir sehen mindestens oberhalb von Ann-Kathrin, der Zweig direkt über ihrem oder in ihrem Kopf, in Anführungszeichen, also dieser hier, das könnte eine Hemlock-Tanne sein, schwer zu erkennen, leider gibt das die Kamera nicht ganz her, könnte theoretisch sogar eine Douglasie sein, aber das wäre sehr, sehr untypisch von der Aststruktur her und so weiter und so fort. Ich tippe auf Hemlock-Tanne. Hier direkt über ihrem Kopf, was sie so schön runterhängt und was wir hier hinten auch perfekt identifizieren können, das ist Thuja plicata, der Riesenlebensbaum, Riesenlebensbaum. Wir kennen Thuja in Deutschland ausgesprochen gut. Es steht in jeder zweiten Gartenhecke, würde ich behaupten. Ja, also der Heckentuja, der als Gartenhecke super, super beliebt ist, gerade auch als Grundstückgrenze, weil er ein undichtes, fast nicht durchschaubares Heckengebilde bildet, sehr gut beschneidbar ist und durchaus langlebig als Hecke und sich sehr gut ineinander sozusagen verzweigt und dann super dicht wird. Ja, den kennt man, wie gesagt, jeder Gärtner hat schon mal was von der Thuja-Hecke gehört. Und eigentlich ist Thuja ein Baum und keine Hecke und zwar ein gigantisch großer und steht wild eben unter anderem auf Vancouver Island und eben auch dieser kleinen nördlichen Vorinsel namens Hope Island, auf der wahrscheinlich
das Ganze hier stattgefunden hat, steht der rum. Ne? So. Und hat diverse tolle Holzeigenschaften für Spezialanwendungen, ist aber jetzt forstwirtschaftlich nicht besonders gut. Das Holz ist also vergleichsweise weich, lässt sich recht gut bearbeiten. Man kann da also auch ganz gut Dinge draus bauen, jetzt im Bushcraft-Manier. Ließe sich theoretisch auch zu einem einfachen Blockhaus verarbeiten, das dann zumindest vor der Fäulnis gut geschützt ist. Das Holz ist leicht rötlich. Wir sehen garantiert im Laufe von den Aufnahmen, den Original, also den Hauptaufnahmen, nicht nur vom Trailer, sehen wir garantiert mit Sicherheit der ein oder andere Anwendung von Thuja-Holz und dann kann ich da auf jeden Fall an der Stelle noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber es handelt sich mit Sicherheit um Thuja plicata, ja. Ja, und wir sehen weiterhin hier, dass die Bäume offensichtlich sehr reich behangen sind mit sogenannten Epiphyten. Epiphyten sind Pflanzen, die auf anderen Pflanzen draufwachsen. Das sind in diesem Fall epiphytische Moose, so wie mir das scheint. Das gibt es in Deutschland nur hochgradig selten. Wer zum Beispiel mal auf meiner Kalftour dabei war, kennt sie. Und ansonsten sind die wirklich sehr, sehr, sehr selten bei uns. Und hier in British Columbia, beziehungsweise generell auf Vancouver Island, überhaupt an der kanadischen Küste quasi, also nicht die Nordmeerküste, sondern die Südwestküste. Da haben wir massenhaft von eben Epiphyten behangen und vor allen Dingen auch jede Menge Flechten, die an den Bäumen hängen. Flechten brauchen dafür vor allen Dingen viel Zeit und ein Minimum an Licht und eine ganz gute Wasserversorgung ist auf jeden Fall auch hilfreich, was eben zu einem wirklich schönen, wunderschönen Waldbild führt. Im Übrigen ist das eine tolle Aufnahme, sehr, 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 sehr hübsch. Ja, es schaut toll aus da, ja. Gut, dann machen wir doch mal, glaube ich, weiter. Oder gibt es zu Ankratins Ausrüstung noch was zu sagen? Achso, der Schlafsack hier, das hatte ich mir schon gedacht. Das ist entweder, also irgendwas Militärisches, das erkennt man schlicht und ergreifend an der Farbe. Das könnte entweder von der Firma Snackpack sein oder es ist schlicht und ergreifend ein Carinthia Defense 4, was viele vermutet haben, dass das der Schlafsack der Wahl sein würde, den die Kandidaten mitbekommen. Wenn die neu sind, sind sie für jemanden, der den Schlafsack gut ausfüllt, also nicht unbedingt Ankatrin. Sie ist ja doch recht schlank. Sind die schon sehr warm. Also der Gerrit dürfte da auf jeden Fall nicht drin gefroren haben, da bin ich ziemlich überzeugt. Der Andi sicherlich auch nicht, wahrscheinlich auch nicht der Martin und garantiert auch nicht der Trimax, der soll ja auch ein ziemlich großer, großgeratener Dude, sagt man das heutzutage so, ich glaube schon, sein. Und ja, bei Leuten wie dann wiederum den Rumatra oder auch die Hanna, die ist ja auch eher ein bisschen kürzer gebaut, wie Gerüchte besagen. Und sie sagt ja selber in ihrem Bewerbungsvideo, dass sie ziemlich klein ist. Und ja, da weiß ich nicht, ob das so ganz der perfekte Schlafsack ist. Ich weiß auch nicht, ob jeder Kandidat den gleichen Schlafsack bekommen hat, aber da Ankatrin einen hat und da eigentlich nicht die perfekte Figur für den Schlafsack hat, gehe ich mal schwer davon aus, dass den jeder bekommen haben wird. Ist ein Stück weit natürlich auch fairer so. Der sollte tatsächlich bei jemandem, der perfekt reinpasst, im neuen Zustand bei den meisten Menschen, insbesondere bei Männern, für zweistellige Minustemperaturen erstmal ausreichend sein. Wie gesagt, im neuen Zustand. Meiner hat dann irgendwann doch sehr an Leistungen verloren und ist inzwischen eine super Decke für da hinten auf dem Sessel. Dafür benutze ich ihn ehrlich gesagt hauptsächlich. Und klar, man kann damit auch noch draußen pennen, aber es sollte dann halt wirklich nicht allzu viel mehr in den Minusbereich gehen. Ja, ne? Aber der ist auch schon alt. Neu war der wirklich super von der Wärmeleistung her, als jemand, der da eben gut das Ding gut ausfüllt. Es gibt aber auch eben Menschen, die auch beim neuen Schlafsack bei leichten Minustemperaturen schon deutlich zu frieren anfangen. Gut. Übrigens ein super, super häufig verkauftes Modell in der Outdoor-Szene. Also das Ding hat fast jeder oder zumindest hat er mal davon gehört. Also wirklich einer der häufigsten Schlafsäcke schlechthin. Gerade in der Bushcraft-Outdoor-Szene und der Survival-Ecke, so in dem Bereich. Nicht so sehr Trekking, da nimmt man anderes mit, der ist saumäßig schwer. Also Leistung zu Gewichtsverhältnis ist relativ schlecht bis sehr schlecht irgendwo in dem Bereich. Alter, Leben ist so gut. Das klingt jetzt so, als hätte Ankratin Drogen genommen. Hat sie nicht. Ich habe nochmal die Geschwindigkeit runtergestellt, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Nicht, dass hier irgendwelche falschen Vermutungen auftreten. Also ich vermute, dass sie keine Drogen genommen hat.
Weißt du auch nicht, wo man denn hier außer Acetylsalicylsäure noch irgendwelche anderen. Ah, doch, in den Moorbereichen könnte man möglicherweise Rauschebeere finden und dann tatsächlich so sprechen, in Originalgeschwindigkeit. Aber auch das ist hier nicht der Fall. Ja, jetzt sehen die da irgendwas Motivierendes und hier sehen wir Emotionen. Das sind die, von denen ich noch nicht gemerkt habe, wie sie heißen. Oh, halt, zurück, zurück, da war Natur. Da war Natur. Ja, das ist durchaus jetzt typisch. Das dürfte auch unsere Insel sein. Wir sehen nämlich hier hinten sehr verdächtig Wasser und Berge. Und das bedeutet, wahrscheinlich gucken wir hier schlicht und ergreifend über die Insel drüber. Und das sind die Berge im Bereich des Festlands oder es ist Vancouver Island, je nachdem aus welcher Richtung wir auf die Insel gucken. Da hier das aber die Wellen vom Ozean zu sein scheinen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mehr oder weniger einfach über die Insel drüber gucken und da hinten dann wirklich Vancouver Island sehen. Das hier ist magmatisches Gestein. Das ist garantiert Basalt, was wir hier vorne sehen können. Das ist normal. Grundsätzlich entlang des Pazifiks finden wir überall Basalt, weil der halt der pazifische Feuerring ja, da entlang geht. Und wir haben Vulkanismus komplett entlang der Pazifikküste, mehr oder weniger. Mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger intensiv. Meines Wissens ist in British Columbia lange nichts mehr viel passiert in Sachen Vulkanismus. Und ja, ich laber schon ewig und wir haben gerade mal 30 Sekunden vom Trailer geschafft. Aber das ist eine Reaction, meiner Meinung nach, wenn man das dann so nennen kann, die Sinn ergibt. Ja, da erfahrt ihr wirklich was Neues, hoffe ich zumindest. Und nicht nur, da ist Wald. Ja, gut, nicht, dass das irgendjemand so gesagt hätte. Ja, also so viel zum Ausgangsgestein. Man sieht das übrigens auch so ein kleines bisschen an der Farbe des Strands. Das ist eben kein weißer Sandstrand. Basaltische Sande, die hier angespült werden, vulkanische Sande, haben oft auch schwärzliche Färbungen. Zum Beispiel auf Teneriffa, nee, Teneriffa, doch Teneriffa, gibt es einen berühmten schwarzen Strand, an dem man, ja, sich einen Sonnenbrand holen kann oder halt eben die Farbe des Steins bewundern kann, falls man geologisch interessiert ist. Die meisten holen sich eher einen Sonnenbrand, aber so ein Stück weit haben wir das hier natürlich auch, wobei ein Großteil der Färbung hier selbstverständlich auch schlicht und ergreifend mit dem Spülsaum und der Feuchtigkeit des Sandes zusammenhängt, während der da hinten dann wieder trockener ist, ja, und damit heller. Wir sehen ebenfalls durch die großen Stämme, die nur bei starkem Wellengang, also wirklich einem großen, großen Wellengang, transportiert werden können, die hier hinten liegen, dass das Wasser auch etwa bis nach da hinten reichen kann. Kann man vermuten. Es könnte sein, dass es hin und wieder auch Flutereignisse gegeben haben mag, die sogar noch ein Stück weit in den Wald reingereicht haben. Das muss dann aber eine extrem seltene Ausnahme sein. Nicht, weil das Holz nicht weiter hinten liegt, sondern weil der Wald da ist. Ja, und das hier ist vor aller Wahrscheinlichkeit nach Salzwasser. Und all die Pflanzen, die wir hier sehen können, sind keine ausgesprochen salzresistenten Pflanzen. Bedeutet, wenn die mit Salzwasser in Berührung kommen, insbesondere im Wurzelraum, dann sind die innerhalb kürzester Zeit schlicht und ergreifend tot. Das hat der Fritz übrigens in seiner Reaction auf dem Trailer, die auch erstaunlich lang gewesen ist, von daher fand ich die richtig gut, auch angemerkt, dass die Bäume hier direkt an der Küstenlinie zum Teil ziemlich zerrupft aussehen und häufig Äste nur nach innen, ne? Also nach innen zum Wald haben. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ein Baum normalerweise machen würde, der den Vorteil hat, am Waldrand zu stehen. Am Waldrand zu stehen bedeutet nämlich, dass man die Äste aus dem Wald raus, also ne, von in diese Richtung sozusagen vom Bildschirm aus gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt für euch aussieht, wenn ich in die Richtung zeige. Räumliche Vorstellung, Vermögen. Leute, die mathematische Fähigkeiten haben, sollen sowas besitzen. Ich nicht. Egal, jedenfalls sind die küstenzugewandten Äste meistens ziemlich tot. Das liegt schlicht und ergreifend am salzigen Sprühnebel, Gischt, die vom Meer hin und wieder mal aussteigen dürfte, wenn mal ordentlicher Wellengang ist und dann mal ein schöner Sturm über die See eben Richtung Insel peitscht und die Nadeln eben mit Salzwassersprühnebel sozusagen in Kontakt kommen. Das meiste dürfte an den ersten Randbäumen dann auch hängen bleiben, weshalb die dahinterstehenden Bäume schon deutlich weniger Schädigungen aufweisen und alles noch weiter
da hinten dann gar keine Salzschädigung mehr aufweist. Ja, so viel erstmal im Wesentlichen hierzu. Achso, übrigens, diese Felsen hier, die könnten durchaus interessant sein zum Nahrungserwerb, weil an solchen Felsen, anders als am klassischen Sandstrand, können diverse Nappschnecken beispielsweise sich gerne mal festhalten. Jetzt bin ich überhaupt kein Experte, das überlasse ich gerne anderen Leuten, sich mit maritimen Nahrungsressourcen auseinanderzusetzen. Aber der Vorteil dieser Felsen ist einfach die Tatsache, dass man da solche kleinen Schneckenviecher, sehen aus wie Muscheln, sind offiziell, glaube ich, Schnecken, zumindest heißen sie so, finden kann. Und die sind meines Wissens sogar roh essbar. Wenn nicht, kocht man sie halt schnell und spätestens dann sind sie essbar. Da gibt es hervorragende Videos im Rahmen der Vorbereitung, wie man in einem Küstengebiet, egal welchem global, außer hochpolar und eben entsprechend niedrigpolar, also Süd, ne? Antarktis, da funktioniert das wahrscheinlich so auch nicht. Aber ja, normalerweise ist das also wirklich eine super Nahrungsressource, wenn man das dann weiß. Falls das hier der Strand von Rumatra und Trimax sein sollte, sehen wir nachher noch eine kurze Szene, wo Rumatra sich ein bisschen Alge reinzieht. Könnte auch Seetang sein, aber auch das läuft letztendlich auf Alge hinaus. Das ist eine gute Idee. Auch das darf man wieder nicht übertreiben. Das heißt, am besten, da ja diverse Pflanzen, die man hier essen kann, nur in gewisser Menge vergenossen werden sollten, futtert man am besten möglichst viel Verschiedenes und nicht nur eine Sache und davon ganz, 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 ganz viel. Gut, aber dann machen wir weiter. Die keine Ahnung von dem ja, haben, was sind sie hier machen. Rein in den ultradichten Mangrovensumpf. So, und der ultradichte Mangrovensumpf. Wir wissen ja nicht, was der Kontext ist. Vielleicht versucht er uns gerade zu erklären, dass es in Kanada keinen Mangrovensumpf gibt. Davon möchte ich ausgehen, weil es gibt in Kanada keinen Mangrovensumpf. Er kann hier also nicht rein in den ultradichten Mangrovensumpf gelaufen sein, weil den gibt es nicht. Ja? Die Mangrove ist eine Pflanze, eine Holzpflanze, die wir aus Staffel 2 optisch auch schon gesehen haben. Die standen da tatsächlich rum und wenn man jetzt behauptet, zum Beispiel wollte er uns gerade erklären, dass der Otto in Staffel 2 in den dichten Mangrovensumpf reingelaufen ist. Das wäre korrekt. Das ist so, hat so stattgefunden. Und ja, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass der gute Trimax weiß, dass es Mangroven in Kanada nicht gibt. Und grundsätzlich so eine ungefähre Vorstellung davon hat, was für Pflanzen es da so gibt. Ne? Möchte ich jetzt gerne einfach mal von ausgehen. Und ja, in dem Fall wäre Mangrovensumpf eben völlig bekloppt. Ne? Nochmal, die Mangrove ist eine Pflanze, eine Holzpflanze. Man sagt auch Baum dazu, weil sie eine offensichtliche Einteilung zwischen Stammwurzel und eben Kronenbereich hat. Damit würde sie der Wuchsform Baum entsprechen, die in Salzwasser wachsen kann. Damit ist sie auch eine der einzigen, eigentlich glaube ich sogar wirklich die einzige Holzpflanze, die langfristig im Salzwasser überleben kann. Warum kann sie das? Weil sie einen Großteil ihrer Photosynthese, also des Zuckers aus der Photosynthese, nutzt, um diesen zu verbrennen, zu verstoffwechseln, um enorme Energiemassen freizusetzen, um das zwingend aufgenommene Salz, weil sie muss ja Wasser aufnehmen über die Wurzel, dann kommt automatisch Salz mit. Und um dieses Salz wieder auszuscheiden, wirklich aktiv wieder herauszudrücken aus der Pflanze, nutzt sie einen Großteil ihrer Brutto-Photosynthese-Leistung, Brutto-Primärproduktion nennt man das auch, und verbraucht damit einen Haufen Energie, um da überhaupt wachsen zu können. So, und damit es diese haufenweise Energie gibt, muss eine Mangrove dastehen, wo sie jeden Tag etwa 12 Stunden Sonne hat. Und bedeutet hier in Kanada, wie da die Kandidaten erlebt haben werden, sind die Tage schlicht und ergreifend zu kurz, als dass dann eine Mangrove überleben könnte, weil sie den Winter nicht übersteht. Nicht, weil der zu kalt ist, das wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen, weil die Tage zu kurz sind und damit die Photosyntheseleistung, die notwendig ist, um Meerwasser zu entsalzen, nicht erbracht werden kann. Das macht also Mangrovenwachstum nur in plus minus 15 Grad nördlicher oder südlicher Breite, also sprich 15 Breitengrade plus und minus um den Äquator drumherum, möglich. Ja? Darüber hinaus geht das nicht, weil es einen Winter gibt und der Winter zu kurzen Tagen führt. Ne? Das an dieser Stelle.
Dann sehen wir hier das Shelter von den beiden. Damit bin ich sehr einverstanden. Der gute Rumatra, das ist der andere, also der Buddy, wie die sich so schön nennen, vom Trimax. Der hat nämlich mein Video zur bestmöglichen Plane für Seven vs. Wild gesehen, hat sich daraufhin diese Plane besorgt, die ich empfohlen habe, und hat auf mich gehört. Und was sehen wir hier? Ein wunderbares, wasserdichtes Shelter. Leider haben die beiden nicht auf diejenigen gehört, die bei Staffel 2 darauf hingewiesen haben, dass ein Shelter in der Überflutungszone zu bauen eine blöde Idee ist. Der Wetterbericht hat ergeben, dass sie wahrscheinlich weitgehend erstaunlich gutes Wetter für britisch-kolumbianische Verhältnisse gehabt haben über ihren Kanada-Aufenthalt. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich auch keine Sturmflut dabei gewesen sein, die dieses Shelter weggespült hätte haben könnte. Deutsch. Und das bedeutet, wahrscheinlich sind sie damit durchgekommen. Grundsätzlich aber eine blöde Idee, weil eine Sturmflut eben sehr schnell passieren kann, sehr schnell aufkommen kann. Und ja, dann hat man schlimmstenfalls kein Shelter mehr. Das heißt, bestenfalls hat man kein Shelter mehr, falls es zu einer Sturmflut kommt. Schlimmstenfalls lag man noch drin, als sich das Shelter verabschiedet hat. Ja, natürlich kann man hier jederzeit in den Wald ausweichen und auf dem Wege dann dem schlimmen Schicksal weggespült werden zu entgehen. Aber wenn man bedenkt, dass die beiden weitgehend blutige Anfänger sind und keine Ahnung von nix hatten, bevor sie angefangen haben, eben zu recherchieren und jede Menge Survival-Tutorials und Ähnliches sich anzugucken. Ich habe ziemlich gut verfolgt, wie viel und wie gut die sich zum Teil vorbereitet haben. Da ist wirklich wenig dran auszusetzen. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Zeit investiert, insbesondere auch Rumatra, der da wirklich viel Recherche betrieben hat. Und ja, das Resultat und was sie dann auch draußen praktisch geübt haben, ist eben diese Shelter. Das sieht ziemlich genauso aus wie die Shelter, die sie auch eben in Deutschland ausprobiert haben, und das dort erlernte Wissen, diese eine Form von Shelter, die gut funktioniert hat, haben sie eben auch hier umgesetzt. Und das ist grundsätzlich eine Leistung, die mir einen gewissen Respekt abnötigt, insbesondere da die beiden blutige Anfänger sind. Also das ist schon in Ordnung. Mit Ausnahme eben der Tatsache, dass das Ding an den Strand zu bauen eine relativ blöde Idee ist. Ich sehe natürlich auch, dass es insbesondere bei der dichten Vegetation, die wir schon gesehen haben und auch noch sehen würden, nahezu unmöglich ist, außer wenn man wirklich große Rodungsprojekte vornimmt, innerhalb im Inselinneren, irgendwo geschützt vor den Gezeiten, und vor Sturmfluten einen vernünftigen Platz zu finden, wo man alternativ ein Shelter hinbauen könnte. Wäre sehr schwierig. Ich sage nicht, ist unmöglich, wäre aber sehr schwierig, und man müsste dann halt mit dem Schneideutensil, was man mitgenommen hat, meines Wissens hatten die auch Sägen, oder haben es zumindest versucht, Sägen in die Flasche zu bekommen, die sie vorgezeigt haben, bevor sie los sind. Und damit wäre es theoretisch denkbar, dass man da eine kleine Rotungsfläche hinbekommt. Dann hat man immer noch Stümpfe im Boden, auf denen man nicht liegen möchte. Die kann man wegbrennen. Mittels Feuer gibt es da Möglichkeiten. Aber ja, das erfordert natürlich ein, zwei Tage Arbeit. Und bis dahin braucht man irgendein simples Übernachtungsshelter, das einem dann da quasi als provisorischer Unterschlupf dienen kann für irgendein super langfristiges Survival-Szenario. Natürlich kann man jetzt gerade im Rahmen einer, ich lasse mich abholen, wenn ich keinen Bock mehr habe, Lösung, und gerade auch für Anfänger ist so ein Ding am Strand meiner Meinung nach absolut akzeptabel. Aber ja, es könnte für die Realität dann gefährlich sein, und deswegen möchte ich jetzt einfach nochmal dazufügen, ist nicht die beste Wahl, ist aber für die zwei trotzdem was, woraus sie in gewissermaßen ein Stück weit stolz sein können und das wahrscheinlich auch sind, zumal sie sehr viel Hass erfahren haben, bevor das Ganze losging, dass man ihnen halt überhaupt nichts zugetraut hat, inklusive mir, der ihnen auch nichts zugetraut hat, weil sie halt nur sehr, sehr wenig, nur rudimentäre Erfahrungen haben, beziehungsweise ich habe gesagt, die müssen sich halt gut vorbereiten, irgend sowas in die Richtung. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass ich denen gar nichts zutraue, und das haben sie getan, und dementsprechend ist jetzt das Ergebnis, soweit wir das bisher schon spoilern oder vorhersagen können, durchaus überzeugend gewesen, größtenteils zumindest, scheint mir so. Ja, aber den Details wissen wir noch nicht. Sehen wir dann. Machen wir mal weiter. Mangrovensumpf immer noch nicht, ne? Auch das ist kein Mangrovensumpf.
Zugegeben, wären da wahrscheinlich Mangroven, wenn sich die Insel so etwa 60 Breitengrade weiter südlich befinden würde. Dann vielleicht schon. Ja, und ansonsten haben wir hier einen wunderbaren Bewuchs mit diversem Algenzeugs entlang der Steine, die offensichtlich häufiger überspült werden. Und wir sehen hier auch nochmal massiv das magmatische schwarze Basaltgestein hier, was hier überall durchkommt. Also die komplette Insel ist vulkanischen Ursprungs. Was in den Tropen interessanter ist als in den kühlgemäßigten Zonen, die Verwitterung läuft hier zwar auch ab, aber doch wahrscheinlich relativ langsam. Das Inselinnere sollte sowieso glatt geschliffen sein, eben wegen Vergletscherung, die wahrscheinlich auch über die Insel ein Stück weit drüber gegangen ist. Wahrscheinlich könnte sein, dass die sogar bei manchen Eiszeiten zumindest eisfrei gewesen ist. Oder, nee, das geht nicht, sie ist auf keinen Fall jünger als zumindest die letzte Eiszeit. Ne? Jünger als manche Eiszeiten wäre sogar möglich, dass die Insel erst später hochgeblubbert ist, als das Pleistozän begonnen hat. Aber ja, unwahrscheinlich. Man findet übrigens zu der Insel selber kaum irgendwelche nennenswerten Informationen, zumindest nicht in deutscher Sprache, aber auch im englischsprachigen Raum ist es einfach eine kleine unbewohnte Insel, die nicht weiter wichtig ist und daher nur sehr, sehr sporadisch Infos zu dem Ding vorhanden sind. Auch hier wieder der Spülsaum, ne, mit welcher Kraft das Wasser durchaus auch große Stämme da mal hingeschmissen haben kann und eben in diesen Bereich sein Lager aufzubauen. Auch da hinten wäre eben dann einfach aus Sicherheitsgründen wegen dem Sturmflut, möglichen Sturmflutereignis echt eine doofe Idee. Ne? Einfach weil das Lager dann verloren gehen könnte. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich so blöd ist, im Schlaf erwischt zu werden, wenn hier die Sturmflut anrollt und nicht noch vorher eben hier ein bisschen auf die Klippe hochhüpfen kann, aber trotzdem. Wo es ist wild, ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Wer da so lallt, das ist übrigens der Knossi. Es tut mir echt leid, ich wollte den Kandidaten ja nichts Böses. Ich hatte ja keine Ahnung, was das anrichtet mit dem Kommentar, dass das alles so klingt, als würden hier massive Drohnen konsumiert werden. Ja. Das ist eine Trinkstelle. Und dieser Junkie da, das ist das. Entschuldigung, das ist der Sascha und der entdeckt gleich die Spuren eines großen Tieres. Sascha ist Fitness-Influencer und normalerweise hat er kein Hemd an und hält seinen Bizeps in die Kamera. Er hat seinen beachtlichen Bizeps, selbstverständlich. Für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere. Richtig wilde Tiere. Das ist völlig unspezifisch. Das kann schon sein, dass da tatsächlich irgendein Tier rumgelegen ist. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Aber ob das richtig wild ist, wahrscheinlich schon. Ob es ein besonders großes wildes Tier gewesen ist, naja, das kann eigentlich alles vom Wolf über einen Hirsch oder sowas in die Richtung gewesen sein. Vielleicht war es auch einfach nur ein Fuchs, der sich ein paar Mal hin und her gedreht hat. Also das ist sehr, sehr unspezifisch. Zumindest das, was man hier jetzt sehen kann. Vielleicht hat er noch irgendwas anderes entdeckt, was wir eben im Detail nicht genau wissen. Ja, und hier versuche ich jetzt schon, seit es den Trailer gibt, zu erkennen, was das für ein Grünzeug im Hintergrund ist. Wenn wir mal eine Sekunde länger machen, wird es ein bisschen schärfer und dann kann man hier sehen, wir haben es hier tatsächlich mal mit Laubpflanzen zu tun. Das hier unten könnte eine Roterle sein. Die habe ich euch auch mal hier Wikipedia-technisch irgendwo aufgemacht. Nein, das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht und das auch nicht. Das ist sie. Gerade hier die Blattstruktur ist vielleicht ganz interessant. Das könnte sein, Roterle kommt davor und wäre auch direkt am Gewässer durchaus etwas, was man da vermuten könnte. Aber ja, genau wissen tue ich es leider nicht. Dafür ist einfach die Auflösung tatsächlich zu schlecht. Ganz interessant ist auch ein Roterlenwald. Der sieht dann nämlich so aus. Das unterscheidet sich, also hier gerade auch vor allen Dingen mit diesem Farn drunter, den sehen wir nachher noch, beim Gerrit, der sitzt daneben. Und das unterscheidet sich jetzt optisch gar nicht so furchtbar von dem Wald, den wir im Trailer auch immer mal wieder sehen. Das ist halt eben auch ein Wald bestehend aus Roterle, westamerikanischer Hemlocktanne, das ist übrigens dieser tannenartige Nadel, den wir schon ein paar Mal gesehen haben, und Oregon-Ahorn. In diesem Fall haben wir es hier wahrscheinlich ja eben mit dem möglichen Ahorn, wo habe ich denn den? Habe ich den hier? Ja, mit dem möglichen Ahorn, der da drüber ist, über dem, was ich möglicherweise als Erle anspreche. Sag mal, habt ihr auch gescheite Bilder?
Aha, ja, mit dem Zuckerahorn zu tun. Hier eben ein Farbrad der verschiedenen Herbstverfärbungsspektren, je nachdem, wie weit die fortgeschritten ist. Und der könnte es theoretisch durchaus sein. Der heißt nicht umsonst auch kanadischer Ahorn. Und ja, es ist der Ahorn, aus dem der Ahornsirup gewonnen wird, bevor das jetzt jemand fragt. Und der ist eigentlich quasi überall in Kanada anzutreffen, auch in British Columbia, und wäre auf den Inseln zumindest auch möglich, ne? Hier oben potenziell. Also hier an dem Blatt kann man schon so eine gewisse Ahornfingerigkeit, also diese Dreifingerigkeit sozusagen erahnen. Schwierig, schwierig. Hier oben sieht es mir dann aber eher auch nach einer Erle, also zu nach unseren heimischen Erlen aus. Und was das dann da unten, vielleicht ist es auch wieder ganz was anderes, weil es könnte auch das da sein, was da hinten ist. Und das könnte dann auch wieder einfach schlicht und ergreifend die Dings da Scheinbeere, Schalon Scheinbeere sein. Ja? Also leider, leider der Hintergrund zu unscharf, damit wir hier den Knossi in ganzer Pracht erleben dürfen. Die Angst ist was. Ja, also ja, schwierig, ja, schwierig. Und das da oben, ja, wie gesagt, hier, aber das sieht mir so auch, ja, sind nicht meine Bäume. Wenn es die, die man von zu Hause kennt, wäre, ja, da kann ich nur noch so unscharfes Bild, meistens erkenne ich dann doch, was es sein soll. Okay, das war jetzt übertrieben. Nein, noch so ein scharfes Bild. Das sollte kein Challenge sein. Nein, schickt mir keine Fotos. Also, da ist es leichter, sagen wir es mal so. Hier, schwierig, schwierig, schwierig. Aber das gibt es mit Sicherheit auch nochmal in der Großaufnahme, nochmal in anderen Gelegenheiten dann später, wenn dann die eigentlichen Folgen draußen sind, dass wir uns dann nochmal genau angucken können, mit welchen Laubhölzern insbesondere wir es hier zu tun haben. Aber das würde mich schon sehr, sehr, sehr interessieren. So. Ja. Das ist tatsächlich nochmal wahrscheinlich, aber so direkt an der Küste in diesem Gestrüpp, Schalon-Scheinbeere. Ja, bin mir noch nicht ganz schlüssig. Könnte auch nochmal was ganz anderes sein. Ja, ihr seht, kanadische Vegetation ist halt woanders, ne? So oder so. Ja, so. So ist es. Die Epischkeit des Trailers nimmt bei halt guter Geschwindigkeit irgendwie massiv ab. Und das ist Joey Kelly, also ich denke, den kennt man. Wenn man irgendwo kennt von den Nasen, dann wahrscheinlich ihn. Und hier haben wir es jetzt mit vermutlich großen Hemlock-Tannen zu tun. Ne? Hemlock-Tanne ist dafür bekannt, dass sie hin und wieder mal so eine Mehrstrengigkeit, nicht Mehrstämmigkeit entwickelt. Das sind also mit ziemlicher Sicherheit Hemlock-Tannen. Das würde man auch hier in diesem unscharfen Vordergrund hier ganz gut erkennen, dass es sich um Tannennadeln handelt. Die sind relativ kurz, aber ansonsten eben schön in der Reihe nach streng gescheitelt, was hier eben auch angedeutet wird. Es wirkt wie eine dünne grüne Fläche. Und so ist es dann auch letzten Endes durch die strenge Scheitelung der Hemlock-Tannennadeln. Die hatte ich euch hier auch irgendwo rausgesucht. Wo haben wir sie denn jetzt schon wieder? Pinus cordata? Nein, die war es nicht. Die war es auch nicht. Vielleicht hatte ich sie euch auch nicht rausgesucht. In dem Fall googeln wir sie doch einfach mal. Hemlock-Tanne. Das ist jetzt natürlich irgendeine. Wir möchten gern die westliche. Die steht hier bestimmt kanadische oder westliche. Ja, die kanadische ist nochmal eine andere Zuger canadiensis als die westliche Zuger heterophylla. Aber hier kann man das eigentlich ganz schön sehen, dass es sich hier um eben ein Recht. Ja, ab und zu gehen mal ein paar Nadeln nach oben weg, aber meistens sind sie doch deutlich gescheitelt, dass man das schön erkennen kann als eben eine geschlossene Nadeleinheit. Das ist das, was ich meinte. Ja, und ansonsten, also wahrscheinlich ein weitgehend Hemlock-Tannenwald. Was das hier unten drunter ist, das wüsste ich auch sehr, sehr gerne, könnte tatsächlich auch also was in Richtung Ahorn sein. Tatsächlich ist die Laubbaumvielfalt auf diesen Inseln gar nicht mal so klein. Das müsste ich auch von Namen sehen, wenn ich das bestimmen möchte. So kann ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber es ist schon bemerkenswert, wie dicht das Ganze ist. Das hat auch wieder der Fritz in seiner Reaction angemerkt. Ich gucke im Regelfall an Reactions zu Seven vs. Wild Material denjenigen, den es gerade betrifft, und versuche den entsprechenden Abschnitt zu finden, in dem nochmal der kompletten Wiederholung einer Folge, was mich tierisch
tierisch nervt, weil mich nur dieser Abschnitt interessiert und ich nicht jede Folge 37 Mal bei jedem, der da dabei gewesen ist, angucken möchte. Aber das versuche ich zumindest. Und ansonsten gucke ich immer die Reaction vom Fritz, einfach damit ich irgendeine Reaction gesehen habe und dann euch irgendwelches Zeug dazu erzählen kann, was möglicherweise relevant sein dürfte, damit ihr euch den ganzen Quatsch nicht 37 Mal angucken müsst. Ne? Ja, viel mehr gibt es zu diesem Waldbild eigentlich nicht zu sagen. Ja, und was man hier wunderbar erkennen kann, ist, dass hier keinerlei Forstwirtschaft stattfindet. Die Bäume, die hier so stehen, hier auf diesen kleinen Inselchen, das sind so Halbsturmwürfe. Der hier steht auch schräg, ja, und ist eben halb ausgerissen worden, wahrscheinlich mit der Krone in einem anderen Baum, weil die halt sehr dicht stehen, hängen geblieben, konnte also nicht umfallen. Wir haben dann hier halt so halb ausgerissene Strukturen. Auch hier halb ausgerissen worden oder einfach in einem alten, ausgerissenen Bereich gekeimt. Es könnte auch sein, dass hier irgendwann mal Wasser entlang gekommen ist und das ein bisschen weggespült hat. Das wäre auch potenziell vorstellbar, glaube ich aber weniger. Ein wahrscheinlicher Sturmwurf, insbesondere hier auch schön zu sehen. Da war es ganz klar ein Sturmwurf. Ja, und das ist eben diese Hemlock-Tanne, die hin und wieder mal diese knorrige Wuchsform annimmt. Auch nicht immer. Hier zum Beispiel ist es ein normaler Baum, das dürfte aber auch die Hemlock-Tanne sein. Und hier nebendran, das da könnte, gerade da hinten ist ein bisschen duster, da würde man es ansonsten ganz gut sehen, aber das könnte mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit einfach eine Douglasie sein. Die kennen wir in Deutschland natürlich auch, wir haben sie ja importiert von da. Ne? Also unsere Douglasien stammen größtenteils aus Kalifornien, aber das ist ja bekanntlich die gleiche Küste und dasselbe Gebirge, was dann hinter der Küste gleich beginnt. Und das zieht sich natürlich auch bis Kanada, gerade bis British Columbia noch hoch und auch bis British Columbia, das ist auch so mehr oder weniger die nördliche Verbreitungsgrenze, können wir die Douglasie noch finden, insbesondere auf Vancouver Island ist sie ein ganz häufig vorkommender, natürlich vorkommender und der natürlichen Urwaldvegetation angehörender Baum. Ne? Anders als bei uns. Bei uns ist es ein Fremdländer. Hier gehört sie hin. Das ändert aber nichts dran, dass sie ziemlich ähnlich aussieht wie bei uns. Sie wird insgesamt noch ein bisschen höher, wobei wir das noch nicht genau wissen, weil unsere Douglasien noch gar nicht so alt sind, dass wir wissen, wie hoch die maximal werden können. Ja? Also die Höchste, die es momentan gibt, wird noch höher. Daher jeden Tag ist quasi ein neuer Maximalwert. Immer ein Zehntel Millimeter mehr. Ja, das stimmt nicht. Die schafft nicht ein Zehntel Millimeter pro Tag, aber ja, jedes Jahr zumindest ein ganz kleines bisschen höher. Daher ist es ein ganz spannendes Beobachtungsfeld. Aber ja, dass man hier nicht unbedingt so einfach durchlaufen kann, liegt einfach auch daran, dass wir es hier mit einem kühl gemäßigten Klima zu tun haben. Kühl gemäßigt, nicht gemäßigt sozusagen. Also man kann bei Deutschland, in größten Teilen von Deutschland sagen, dass es sich eher um ein gemäßigtes Klima handelt, mindestens inzwischen. Früher hätte man auch mal kühl gemäßigt gesagt, aber das muss man schon noch mal ein bisschen ausdifferenzieren, meiner Meinung nach. Diese ganzen Begriffe sind ohnehin immer wieder im Wandel und werden ständig diskutiert in der Forschung und in der Einteilung der Ökosysteme des Planeten und so weiter und so fort. Aber kühl gemäßigt heißt, dass biologische Abbauprozesse, Pilze, die Holz zersetzen, relativ langsam arbeiten können, weil halt die Temperaturen häufig kühl sind. Ja? Nicht so kalt, dass sie absterben würden, nicht so kalt, dass gar nichts mehr geht, aber das, was geht an Zersetzung, an Destruententum sozusagen, das funktioniert nur unter wirklich sehr geringen Geschwindigkeiten, was dazu führt, dass wahrscheinlich mehr Holz gebildet wird, als gleichzeitig abgebaut werden kann, oder zumindest kurzfristig, und sich das dann in großen Mengen anhäuft. Das ist auch das Problem mit den großen Waldbränden, die man in der Region dann hat, wenn sie mal passieren, dass sie dann halt gleich heftig passieren, so wie eben auch dieses Jahr ja gewesen, weil wir hier eben einen Haufen Zeug am Boden rumliegen haben, das brennbar ist, das zu langsam bakteriell und pilzlich, mykorrhiell abgebaut wird und dann entsprechend zünd das an, dann brennt's. Insbesondere wenn es halt mal wirklich ein paar Tage lang trocken, ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang schlimmstenfalls trocken gewesen ist. Ja, und dann brennt da halt eben der komplette Unterwuchs ab. Manche Bäume überleben das, andere nicht. Insgesamt geht selten der ganze Wald verloren.
und es kann sich neuer Unterwuchs akkumulieren. Es kommt wieder zu neuer Anhäufung von Holz, das dann auch irgendwann mal wieder brennt. Also würde es nicht hin und wieder mal Brände geben, die gehören in solche Ökosysteme wirklich auch dazu, dann hätten wir hier noch mehr Zeug rumliegen. Wahrscheinlich würde es sich bis unter Bildschirmkante stapeln und man käme da überhaupt nirgendwo mehr hin. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich wären die Mengen an rumliegendem Holz noch viel größer. Die Insel ist wahrscheinlich nie bewirtschaftet worden. Das lohnt sich einfach nicht wegen den Stämmen, die es überall gibt. Bei riesigen Waldgebieten, wirklich überall, muss man sich nicht die schwer zugänglichen aussuchen. Das ist wirtschaftlich völliger Unsinn und daher ist die Insel eben 100% wahrscheinlich, ja nicht ganz, sagen wir 99% tatsächlich vom Menschen weitgehend unbeeinflusster Urwald. Ja, und das ist das Kronendach. Das ist gar nicht so dunkel, wie ich gedacht hätte. Hätte ich mir dunkler vorgestellt, aber ist natürlich auch nur eine punktuelle Aufnahme hier. Aber doch dunkel genug, dass man also auch schön sehen kann, dass da kaum Licht in den Wald kommt, weshalb wir am Waldboden, das haben wir ja auch gerade, gehen wir doch einfach noch ein paar Sekunden zurück, hier auch schön gesehen, kaum Grünzeug im Unterwuchs in den dunklen Bereichen, weil einfach das Licht dafür nicht ausreicht. Ne? Also auch wenn das hier eigentlich ein Urwald ist, muss er nicht zwingend super grün und saftig aussehen. Es ist einfach schlicht und ergreifend zu dunkel, als dass da irgendwas wachsen könnte. Das ändert auch nichts daran, ja, dass es ein Urwald ist. Ne? Also Urwälder müssen nicht immer optisch hübsch sein, es sei denn, ihr findet, das hier sieht jetzt total krass und toll aus. Für mich hat es eher mehr so ein bisschen was von Fichtenforst aus Deutschland. So rein von der Optik her ist es ja nicht, ne? Gar nicht. Aber besonders ästhetisch finde ich das jetzt nicht. So. Das ist eine Scheiße. Das ist korrekt. Entschuldigung. Das war jetzt so ein klassischer Reaction-Kommentar, ne? Also sowas, was nichts wirklich zum Thema beiträgt und einfach nur ein dummer Spruch ist. Ja, auch ich bin offensichtlich nicht der Blödheit völlig abgeneigt. So, wir hier gleich, das müsste Trimax sein, sagt er selber zumindest irgendwo, dass er das ist. Und hier handelt es sich ja offensichtlich um schwerstes Gelände. Das ist absolut so. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu begehen. Da möchte ich auch nicht unbedingt freiwillig durch. Forstwissenschaftler, wie auch natürlich der Förster, müssen durch sowas immer mal wieder durch. Das gibt es bei uns also durchaus auch. Solche Dickichte und solche Verschläge und das macht keinen Spaß, sich da durchzuarbeiten. Also ich spreche da aus Erfahrung und da fliegt man sehr schnell auf die Nase, was sehr gut ist, was wirklich ein großes, großes Lob von mir gibt. Keine Ahnung, ob er da Wert drauf legt, aber er kriegt es trotzdem. Er hat sich eine Gehhilfe besorgt. Ist eine für mich persönlich ganz wichtige Survival-Regel, dass sobald du im Survival-Fall bist, solltest du kein Risiko eingehen, irgendwo umzufliegen und auf die Nase zu fallen und dich an irgendwelchen Ästen aufzuspießen und so weiter und so fort, beziehungsweise dieses Risiko so gering wie möglich halten. Und da ist eine simple Gehhilfe, sprich ein Gehstock, in welcher Form auch immer, eine verdammt nützliche Hilfe, um eben durch so ein Gelände unbeschadet, zumindest halbwegs unbeschadet durchzukommen oder zumindest das Risiko zu minimieren, dass man es einem dabei auf wichtige Körperteile legt. Ja? Und das macht er also hier wirklich ganz hervorragend. Das verdient ein großes, großes Lob. Ich habe in meinen bisherigen Survival-Übungen eigentlich quasi mal mehr oder weniger als erste Maßnahme, wenn man den Weg verlässt, mir auch so einen Stock immer besorgt. Eigentlich immer. Ja. Und auch eben tatsächlich ein Förster-Dasein, also in der Arbeit als Förster, habe ich mir auch immer, wenn ich in schwieriger Lage unterwegs war, immer so einen schönen Stock besorgt, um dann besser eben Striche an Bäume malen zu können. Ne? Sehr erfahrene Förster mit 40 oder 50 Jahren Berufserfahrung, die gibt es. Die schweben durch sowas natürlich drüber, als wäre das Asphalt, ja, ohne jede kleine Unebenheit. Das ist wirklich beeindruckend. Da kann man als junger Mensch einfach nur den Unterkiefer runterklappen lassen, was der alte Mann da wieder dich abhängt. Du kommst da hinten und vorne nicht hinterher. Keine Chance. Einfach weil die diese Landschaft ganz anders lesen können, da Wege entdecken, die unser eins nicht mal sieht, wenn man ihnen sehr rot anmalen würde. Ja, also das gilt auch für andere alte Leute, die einfach viel Erfahrung im Aufenthalt in unwegsamen Gelände haben. Die sind dann häufig, auch wenn die Kräfte nachlassen, sind sie trotzdem immer noch schneller, weil sie sich da besser auskennen. Meine Erfahrung.
zu gefährliche Langstoffe, ganz. Ich bin mir nicht sicher, was das hier hinten für ein Farn ist. Es könnte ein Blechnums Bikant sein. Wenn sich jemand mit Farnen besser auskennt als ich, möge er mir das bitte gerne in die Kommentare schreiben. Rein technisch gesehen gibt's den da. Den habe ich euch, zeige ich euch dann nachher nochmal. Und das hier ist mit Sicherheit wieder die Solon-Scheinbeere oder Scholon, ja, die Scheinbeere halt. Und ja, so gefährlich hier, hat er vollkommen recht. Baumstamm unter mir ist ja morsch. Guck mal, da ist hier gerade schon einmal gesehen. Da tritt er auf einen Baumstamm. Der Baumstamm ist aber bereits so verfault, dass der nicht mehr trägt und sackt natürlich mit dem Fuß weg. Zumindest würde ich das so interpretieren wollen, was dazu führt, dass er dann halt stürzt. Deswegen wird generell, insbesondere in den USA bzw. auch in Kanada, empfohlen, dass beim Querwald einlaufen so eine der häufigsten Gefahren ist. Steige immer über den Stamm drüber. Ne? Steige nie auf den Stamm drauf, hoch und dann wieder runter, weil du nicht weißt, ob der Stamm dich eben noch trägt. Das ist bei unseren Wäldern nicht so wirklich relevant, weil wir einfach kaum Wälder mit der Dichtigkeit des Unterwuchses haben, beziehungsweise wenn wir sie haben, dann geht da ein Deutscher normalerweise selten rein, sei denn, er macht das eben beruflich. Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Ja, also um diesen Stamm hier geht's. Ne? Das ist ein Stamm. Hier liegen, sind auch noch so ein paar Äste, die hier hochstehen, die sich zum Teil auch wieder selbstständig verwurzelt haben und vielleicht sogar noch leben. Aber der Stamm hier kann massiv morsch sein. Vielleicht der, der hier mal gestanden ist. Und da kann man halt wirklich einfach in das Holz wirklich einbrechen. Und ja, drum wird empfohlen, niemals auf Stämme draufstehen, immer den Fuß auf den Boden setzen. Also Boden im Sinne von Humus, Boden im Sinne von Sand, Matsch, was auch immer. Aber niemals auf Holz. Ich empfehle das auch grundsätzlich bei Waldbegängen mit Leuten, dass man immer, wenn man eine sichere Trittfläche braucht, an Stellen, wo es ein bisschen unübersichtlich wird, immer auf dem Boden stehen. Auf dem Fels oder auf dem Boden. Eins von beiden. Besser Boden, Fels ist zweitbeste Lösung. Am allerschlechtesten ist immer Holz, weil das kann auch sehr, sehr glitschig sein. Selbst bei uns, wenn bei uns unwahrscheinlich ist, dass man da gleich in den Stamm einbricht. Gut. Ich sehe was, Fritz. Was du nicht siehst. Ja, den Fritz. Hier schön zu sehen, dass wir es hier definitiv mit Zuger Heterophylla zu tun haben. Ja, und ja, so viel erstmal dazu. Siehst du's? Ja, komplett zerfetzt hier. Das ist komplett. Ja, da hat wohl irgendein Tier an einem anderen Tier gefressen. Das ist dahingehend realistisch, dass es auf der Insel vereinzelte Wölfe geben soll. Ja, ist Natur. Ja. Ist tatsächlich insbesondere auch quasi Urnatur. Und dass dann einmal was Angefressenes rumliegt, kann einem tatsächlich passieren. Im Regelfall wäre das dann eigentlich ein Freund, ein schöner Fund, weil man kann sich da auch was rausschneiden, um das dann zu verzehren. Blöderweise haben wir als Homo sapiens da den massiven Nachteil, dass wir eben keine feine Riechsensorik besitzen, olfaktorische Sensorik, und nicht genau einschätzen können mit einmal Schnüffel, das ist noch gut oder das ist nicht mehr gut. Die meisten Tiere, die eben eine hochqualitativ hochwertige Nase haben, können das problemlos einschätzen, weshalb zum Beispiel ein Fuchs, eine Wildsau oder der Wolf Fleisch essen kann, das wir schon längst wegschmeißen würden. Nicht unbedingt nur, weil sie einen robusteren Magen haben, das ein Stück weit auch, aber eben auch, weil sie genau wissen, wie hoch der Verwesungsgrad des Fleisches denn eigentlich überhaupt schon ist. Ist das vielleicht sogar noch ganz lecker verwest? Das kann es ja auch mal geben. Die Inuit beispielsweise, wenn die Delikatessen haben wollten, dann haben sie Fleisch reifen lassen, sprich einer Gärung unterzogen, fermentiertes Fleisch, so wie wir Käse bzw. Milch vergammeln lassen sozusagen, um schönen Käse zu bekommen, der dann als Delikatesse gilt. War das bei den Inuit halt in irgendeiner Bodenhöhle gelagertes, zum Beispiel Rentierfleisch, das ja durch Fermentations- und Gammlungsprozesse letzten Endes so einen bestimmten geschmacklichen Charakter bekommen hat. Und das war eine absolute Delikatesse bei denen. Ist es, glaube ich, auch zum Teil heute noch. Mag den einen oder anderen geben, der sowas noch herstellt und genießt.
ja, hier nochmal schön die vulkanischen Felsen zu sehen. Und ja, ansonsten mehr vom Gleichen. Das meiste eben Zuga heterophylla, die kanadische Hemlocktanne, was wir hier sehen können. Wenn du Glasie, dann wahrscheinlich ein bisschen weiter im Landesinneren. Und von Tuja kann ich hier jetzt erstmal auch wenig erkennen. Aber das muss ja nichts heißen. Das ist mit Sicherheit Süßwasser, gerade auch weil da so eine räumliche Trennung zum Salzwasser stattfindet. Und wenn der Wasserstand dann einigermaßen niedrig genug ist, hört der Bach hier gefühlt auf, was natürlich nicht der Fall ist. Das läuft hier einfach durch die Steine runter. Bei starker Flut wird es wahrscheinlich bis hier reinreichen, das Salzwasser. Und wir kriegen hier so eine gewisse Zone des sogenannten Brackwassers. Das ist gar nicht mal so gut für Trinkwasserzwecke. Da sollte man, also gar nicht, ne? Da sollte man also noch mal ein Stückchen weiter ins Landesinnere gehen und hätte da dann gute Chancen, vernünftiges Trinkwasser zu finden. Apropos Trinkwasser, da wir ja jetzt nun wissen, dass wir hier auf einer kleinen Insel sind und wir auf dieser kleinen Insel bisher keinerlei Anzeichen, zumindest von dem Bildmaterial, was es so gibt, und auch nicht von... Da habe ich nämlich schon mal was vorbereitet von Google Maps her, beziehungsweise Google Earth, ne, das hier ist Hope Island, das ist diese Insel, die wir uns hier die ganze Zeit angucken. Nochmal grob zur Orientierung, wo die ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, aber ich kann es ja eigentlich auch zeigen. Das hier ist Vancouver Island, Kanada, ne, Washington State, wohlgemerkt. Und ja, wer damit jetzt immer noch nichts anfangen kann, das hier ist Alaska, hier drüben ist Russland. Und der Golf von Alaska und quasi der südlichste, hier Vancouver Island, Entschuldigung, das da ist was anderes. Und im wirklich südlichsten Bereich von Kanada, ne, hier ist ja schon die Grenze zu USA. Also Vancouver Island könnte eigentlich quasi auch noch zu USA gehören, die haben sich da wohl auch schon mal gestritten. Wem das denn nun gehören darf, gehört aber noch zu Kanada, ist also Süd-Süd-Kanada. Nicht etwa Nord-Nord-Nord-Kanada, hier irgendwo oder sowas in dem Bereich. Ne? Da ist im übrigen Leben nahezu unmöglich, wenn man jetzt kein Inuit ist und nicht sein Kanu und so weiter und so fort dabei hat. Hier ist übrigens Grönland. Oh, Grönland! Grönland ist auf Karten immer viel riesiger, als es tatsächlich ist, weil die Erde da oben ja sehr schmal geworden ist. Und dadurch wird das ganz anders dargestellt, dass der Breitengrad muss hier, weil das ja eine zweidimensionale Einstellung ist, genauso lang sein wie überall sonst auch auf dem Planeten. Das ist aber Quatsch. In Wahrheit ist der Breitengrad natürlich viel kürzer, weil die Erde da eben nicht mehr so breit ist, gegen oben, ne, zur Spitze hin sozusagen, also zum Nordpol. Deswegen auf Karten Grönland immer viel riesiger, als es tatsächlich ist. Ne? Grönland ist erheblich größer als ganz Skandinavien und genauso groß wie fast ganz Europa. Ne? Das ist Quatsch. Grönland ist auch da oben nicht viel breiter als da unten. Schon ein bisschen, aber eben nicht viel. Das verzerrt sich einfach durch diese Darstellung. Es ist fast so groß wie Nordamerika. so kleine lustige geografische Besonderheiten. Ne? Aber jetzt wissen wir jedenfalls, wo wir uns befinden. Und dankenswerterweise hat Google bereits die ganzen Sehenswürdigkeiten auf Hope Island, die man hier an die Karte eintragen kann, wo dann steht Knossis Lustgrotte oder was auch immer, hat Google schon längst gesperrt. Also es waren schon, kurz nachdem das Internet sicher war, dass es auf Hope Island stattgefunden hat, waren hier jede Menge Vermerke, also sowas wie diese rote Stecknadel hier zu dem tatsächlich existierenden Ort, der eine rote Stecknadel verdient hat, waren auf der ganzen Insel verteilt, ist alles weg. Im Übrigen auch auf Isla San Jose oder so ähnlich, also wo Staffel 2 stattgefunden hat, sind inzwischen die ganzen roten Pins, die reingefotoshoppte Seven vs. Wild Teilnehmer auf der Insel zeigen, sind auch inzwischen verschwunden, was ich wirklich eine gute Sache finde, weil das ist ein Informationstool und keine Spaßseite. Na, wie auch immer, jedenfalls, was wollte ich Ihnen eigentlich erzählen? Ja, keine Anzeichen für Biber, darum ging es mir. Also solche Wasserlöcher wie hier, da könnte man vermuten, dass die vom Biber aufgestaut sind. Das gibt aber einfach die Topografie nicht her. Und auch bei den Fließgewässern, die wir dann haben, die etwas breiteren hier zum Beispiel, da findet man sehr wenig Anzeichen, dass der Biber hier im größeren Stil auf der Insel unterwegs ist. Die ist auch relativ flach und häufig handelt es sich bei solchen Gewässern auch um vermoorte Standorte und Vermurrtheit
und Biber schließt sich auch ein bisschen gegenseitig aus. Außerdem mag der Biber Laubgeholze viel lieber als das auf dieser Insel deutlich prägnantere Nadelholz. So, und warum ist der Biber jetzt relevant? Weil wir davon ausgehen dürfen, dass wir hier eben so gut wie keinen Biber haben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass da nicht jemals mal einer vorbeigekommen ist. Aber das macht die Chance, dass wir Biberfieber in dem Wasser, was hier vorkommt, haben, nahezu nicht, also fast unmöglich, so in dem Stil. Ja, das wird sich ein Kandidat wahrscheinlich deswegen trotzdem nicht trauen, das Wasser einfach so zu trinken. Oder er tut sowieso, weil er einfach diesbezüglich keine Berührungsängste hat. Siehe Otto Staffel 2, was nicht besonders intelligent ist, aber was man natürlich so machen kann, weil es der persönlichen Erfahrung von mir aus entspricht. Aber hier könnte man wahrscheinlich aus den diversen Gewässern, die wir da gesehen haben, und auch das, wo die Affe auf Bike, hier, das ist definitiv Trinkwasser. Ja, also da wüsste ich nicht, warum man das jetzt noch hätte filtern sollen. Sie scheint da auch einfach so Gluck zu machen. Und dem kann ich mich nur anschließen. Das würde ich so auch tun. So, zurück nach hier und dann geht's auch weiter. Ob der Wolf wirklich von den Teilnehmern aufgenommen worden ist, wird schon diskutiert im Internet, weil das Bild ist erstaunlich gut. Die haben zwar Kameras mit Zoom, wäre also vorstellbar. Allerdings sind das so Camcorder, die haben meistens auch eine brauchbare Bildstabilisierung, aber das wackelt hier so wenig, die Szene. Und man könnte es natürlich hinterher auch digital einfach machen. Eine sehr gute Aufnahme, also ob die wirklich von einem Teilnehmer stammt, das wissen wir jetzt halt eben nicht. Aber scheint von der Location her, könnte das schon da irgendwo sein. Wie gesagt, für Einzelwölfe soll es auf der Insel geben. Im Übrigen sind die jetzt gefährlich. Die Wolf-Mensch-Begegnungswahrscheinlichkeit ist vermutlich in Deutschland in manchen Ecken erheblich höher als auf Hope Island, nördlich von Vancouver Island. Ja, also den Wolf haben wir auch. Und wenn man bei uns in den Wald geht, je nachdem, wo das passiert, ist es genauso gefährlich oder nicht gefährlich, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Statistisch gesehen eher absolut ungefährlich. Mit den paar Wölfen, die da auf der Insel unterwegs sind, sollte sich das nicht anders verhalten. Die wissen schon, warum sie auf der Insel sind. Sie könnten notfalls auch woanders hinschwimmen. Das schaffen sie, ja. Wenn es dann unbedingt sein muss. Und da gehe ich schwer davon aus, dass die genügend zu fressen finden und keinerlei Sinn darin sehen, jetzt ihr Beutespektrum und seltsame krachmachende, sehr viel krachmachende, je nachdem, wen wir uns da rausgucken, Zweibeiner ergänzen zu wollen. Ne? Also Wolf. Schön, dass er da ist, ist eine nette Ergänzung. Und wenn sie den wirklich gesehen haben, ist das natürlich eine tolle Tierbeobachtung und sorgt hoffentlich für einen entsprechend unvergesslichen Moment bei der Person, die das Glück hat, den wildlebenden Wolf mal vor die Kamera zu kriegen. Ist mir ja noch nicht gelungen. Ich wohne aber auch in einem noch immer relativ wolflosen Ecke von Deutschland. Schade für mich persönlich. Ne? Und ja. Genau, das wollte ich hier noch angesprochen haben. Das sind eben diese eher sumpfig-moorigen Strukturen, die wir hier beim Wasser haben. Da ist also wirklich überhaupt kein Biber-Einfluss erkennbar. Vielleicht sind doch welche da, aber es ist so unwahrscheinlich. Auch gerade wenn man nach da hinten guckt, da kommt dann die nächste so halbmoorige Fläche. Und außerdem sieht man auch an der Vegetation, ja, die Bäume haben hier vergleichsweise, also hier sind sie noch richtig hoch. Ja, da haben wir also noch nur, wenn der hier durchfließt, nur ihn als Fließgewächer, nicht, noch nicht als moorige Fläche. Dann werden die Bäume hier kleiner, dann stehen diese vertrocknete Dinger am Wasserufer, teilweise hier in dieser Lichtung, stehen nur so ganz, ganz kleine Sachen im Torf. Und wir haben hier deutliche Gebüsche von Salix herbacea oder irgendeiner Unterart von Salix herbacea. Das ist die kriechende bzw. Zwergweide. Und die äußert sich auch sehr häufig, gerade im hohen Norden, auch auf Grönland, Kanada, Alaska und so weiter und so fort, als beginnende Moorvegetation, wo das Moor bzw. die Torfschicht noch nicht sehr hoch ist. Das ist übrigens auch normal, dass die noch nicht sehr hoch ist. Das geht gar nicht, weil
Torf braucht Zeit, Torf braucht eine gute Vegetationsentwicklungsperiode, um sich bilden zu können. Die ist da im Norden eben gar nicht mal so sehr gegeben, zumal es da eben immer mal wieder so kalt war, dass der Torf dann wieder verschwunden ist und so weiter und so fort. Also das hier ist auf jeden Fall eine moorige Fläche. Niedermoor, nicht Hochmoor, beziehungsweise wenn überhaupt, dann nur ganz kleine Hochmoorelemente zwischendrin mal drin. Die Definition ein Hochmoor, da haben wir so viel Torf über dem Wasser, dass also jetzt an dieser Stelle hier sozusagen, ich muss mit der Maus zeigen, nicht mit dem Finger, der Torf bereits so mächtig nach oben gewachsen ist, dass sich quasi eine Torfinsel aus dem Wasser herausgehoben hat und der Torf in den obersten Schichten, also das Torfmoos, Sphagnum, ne, das wird quasi nur noch mit dem Regen mit Wasser versorgt, weil der Grundwassereinfluss schon nicht mehr stattfindet, weil das Grundwasser schon zu weit unten ist. Es ist quasi aus dem Grundwasser rausgewachsen. Das haben wir hier wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur kleinräumig. Aber warum ist das jetzt interessant, dass es hier moorartige Strukturen gibt? Weil zumindest in dieser Lichtung hier hinten, da haben wir definitiv einen schön ausgeprägten Moorcharakter. Und da können wir dann auch Moorpflanzen finden, wie zum Beispiel eben die Rauschebeere, die dann auch das langsame, etwas bekiffte Sprechtempo unserer Protagonisten in diesem Trailer erklären könnte. Wenn nicht einfach ich die Geschwindigkeit halbiert hätte. Ja, aber ja, es gibt da einfach andere Pflanzen. Vor allen Dingen gibt es da jede Menge Beeren zu finden. Zum Beispiel auch Beeren, die eine gewisse Kalorienzahl auch liefern. Und da die Beerendichte in den geschlossenen Wäldern hier nebendran gar nicht mal so groß sein dürfte, mit Ausnahme eben der Dingsterbumster-Scheinbeere, Chalon. Ach komm, ich gucke nochmal nach. Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Chalon Scheinbeere jetzt. Und ja, das bedeutet, das ist also eine zusätzliche Nahrungsressource. Übrigens, wenn man einen Elch sucht, wird man ihn auch hier finden. Der mag nämlich diese Wasserpflanzen, insbesondere auch den Bereich, der gerade am Rand oder auch direkt im Wasser, was da so wächst, auch so in solchen halbmoorigen Standorten, das frisst er super, super gerne, weil, ja, ist relativ energiereich und enthält manchmal sogar ein bisschen Direktstärke, was er dann gut verdauen kann. Und da das ein großes Tier ist, braucht er davon eben entsprechend viel. Elche auf der Insel, durchaus sehr, sehr wahrscheinlich, dass die da sind. Die könnten auch rüberschwimmen, schlimmstenfalls. Der Elch ist ein sehr, sehr guter Schwimmer, überquert größere Wassermengen relativ gut und soll auch schon durch Salzwasser geschwommen sein. Das scheint ihm auch relativ egal zu sein, wenn er da sehen kann, dass da hinten dran dann bald schon wieder das nächste Grün kommt. Was uns nochmal kurz zurück zur Karte bringt. Beispielsweise hier von Insel zu Insel ist man da relativ schnell drüben. Das hier sind nämlich gerade mal, na, das seht ihr wieder nicht, weil da mein Bild ist. Das sind geschätzte 2 Kilometer, ja, dieser Abschnitt. Und das ist für einen Elch oder für einen Wolf durchaus schwimmbar, auch hier. Ja, vielleicht nicht mal 2 Kilometer, 1,5, sowas um den Dreh. Und ja, dementsprechend, da kommen die rüber, ist kein Problem. Bären hingegen, Braunbären, ja, die gehen auch mal gerne ins Wasser, aber hat man auf dieser Insel so gut wie nie gesehen. Das ist auch noch was ich am Anfang hätte erwähnen können beim Klatsch- und Tratsch-Teil, dass eben die Bären, die schon gezeigt worden sind in den ersten Bildmaterialien, die der Fritz mal irgendwann veröffentlicht hatte, die da sich einen Ringkampf liefern, das ist bestimmt nicht von dieser Insel, weil Bären gibt's da, wurden da ewig nicht gesehen. Es ist nicht unmöglich, dass da ein Bär vorkommt. Es ist aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und damit ist die ganze Bärenpanik, die quasi ein bisschen verbreitet wurde, kann man jetzt sagen, dass das nur Marketing gewesen ist. Und wie löst man das Problem, dass Bären potenziell so gefährlich sein könnten, dass es theoretisch denkbar wäre, dass ein Teilnehmer wirklich zu Schaden kommt, bevor das Rettungsteam da ist? Wie löst man dieses Risiko? Ja, ganz einfach, man geht halt auf den einen Teil von Vancouver Island, wo halt keine Bären sind. Verstehe ich, aber das hätte man auch im Vorfeld so kommunizieren können, anstatt eben jetzt diese Bärenpanik und die Kandidaten setzen sich wirklich mit dem Risiko, vom Bär gefressen zu werden, auseinander, das nämlich tatsächlich existiert. Anders als die nahezu verschwindend geringe, quasi statistisch nicht relevante Chance, auch nur ansatzweise mit einem Wolf in Konflikt zu geraten, wäre das Bärenrisiko, es ist immer noch super gering, aber es existiert. Das mit dem Wolf, da rammen die sich vorher einen Ast in die Brust und sterben daran, dass sie sich einen Ast in die Brust gerammt haben. Viel, viel, viel realistischer. So, aber das noch zum Thema Bär. Aber das ist ein ziemlich langer.
Ja, der Ding da, da der Jan, der kann akrobatische Verrenkungen machen. Das finde ich auch durchaus beeindruckend. Ich kann sowas nicht. Daher hier sportliche Leistung, Ehrenurkunde oder Siegerurkunde. Was war die bessere? Ich glaube, die Ehrenurkunde. Wir sehen hier wunderbar die Felsen und diese hohe Klippe. Das ist offensichtlich ein Strand, ja? Allein schon eben hier wegen der offensichtlichen Ablagerung von Kies bzw. Sand weiter da vorne und wie diese hohe Klippe hier zustande kam, das kann man sich jetzt ein bisschen fragen, ist das eine Basaltklippe, sieht irgendwie fast nicht so aus, aber hier vorne kann man es ganz gut sehen, ja doch, müsste eine Basaltklippe sein, das ist Joey Kelly, der rote Fleck da, machen wir nochmal ein ganz kleines bisschen, ah, hoppla. Nee, da sieht man die Klippe immer noch nicht besser. Also ich krieg's nicht besser hin. Aber diese Klippe da hinten ist jedenfalls ganz interessant. Im Rahmen dessen, wenn wir solche deutlichen Stufen in der Landschaft haben, grundsätzlich im semi-arktischen bis definitiv arktischen Lebensraum, kann das übrigens auch damit zusammenhängen, dass wir eine Landhebung haben. Weil der kanadische Schild war mit derartig riesigen Eismassen bedeckt im Laufe der Eiszeit, dass es komplett Kanada, quasi übrigens auch Grönland oder Skandinavien, der Erdkern ist ja flüssig, wie wir wissen, ne? Wissen wir hoffentlich alle. Und da das Land so schwer war, also im Grunde sind die Kontinente Inseln, die auf dem Erdkern sozusagen der flüssigen inneren Erde sozusagen unterwegs sind. Ne? Also genau genommen auf der ozeanischen Kruste, die ist aber weich und in die kann die Insel, die auf der ozeanischen Kruste unterwegs ist, sozusagen reingedrückt werden, sofern diese Insel, also der Kontinent, entsprechend schwer genug ist. So, und als da so viel Eis auf Kanada lag, wie das zum Höchstzeitpunkt der Eiszeiten der Fall gewesen ist, da war das Ganze so schwer, dass es tatsächlich weiter in die ozeanische Kruste runtergedrückt worden ist, als es heute noch wiegt, ne? Weil jetzt ist das Eis ja bekanntlich weg und wird auch bald komplett weg sein. Und das führt dazu, dass sich die nordischen oder auch sehr südlichen Gebiete, bei der Antarktis wäre das so ähnlich, wenn sie kein Eis mehr hat, beziehungsweise da wird es so ähnlich sein, wenn sie kein Eis mehr hat, nicht ob, falls, sondern nur die Frage ist, wann. Und jedenfalls in dem Moment wird auch die Antarktis langsam wachsen. Das heißt, das Land hebt sich, es sinkt, steigt wieder nach oben, weil es eben weiter nach unten in unsere Kugel hineingedrückt worden ist. Und das kann ein Stück weit mit ein Entwicklungsgrund für Steilwände, wie wir sie hier sehen, sein für eine Schichtstufenlandschaft, die eben aus verschiedenen steilen Erhebungen besteht. Habe ich wunderbar auf Grönland lernen und anschauen können. Das war außerordentlich lehrreich. Ja, aber hier wahrscheinlich größtenteils Gezeiten, ne, die das abgetragen haben. Aber vielleicht ist auch da so ein bisschen diese Landhebung mit beteiligt, aber dafür bin ich nicht Geologe genug. Ja, wie gesagt, sehr sportlich. Keine Ahnung von Krabben. Und ja, man kann da bestimmt einen Stein draufhauen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist Hannah. Nur damit wir die auch mal sehen. Einmal alleine. Mach mir Sorgen. Das sind jetzt die beiden Naturensöhne. Und ja, so richtig gut scheint es den beiden nicht zu gehen. Ich hoffe, das ist nur so eine kleine Episode und dann geht es ihnen wieder besser. Aber das Schöne ist, sie haben hier offensichtlich Treibholz. Treibholz, das muss man noch dazu sagen, ist übrigens sehr, sehr gutes Brennholz. Es ist häufig sehr hart und schwierig, wenn man keine vernünftigen Werkzeuge hat, zu bearbeiten, aber im Regelfall trocken. Das sorgt einfach auch mit dem Salzwasser dafür, dass einfach das vorhandene Wasser, was da drin ist, ins Salzwasser hinaus diffundiert und zumindest kann das passieren und dann haben wir meistens eben bei solchem Schwemmholz durchaus sehr gute Brennholzqualitäten. Das kann gerade in Regionen, wo es sehr viel regnet und das ganze Frischholz draußen im Walde, hinten im Walde so rum, sehr nass sein kann, kann Brennholz durchaus eine sehr, sehr gute Feuermach-Alternative sein, möchte ich an der Stelle dann noch angemerkt haben. Ja, viel mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu sehen. Ach ja, und das Internet fragt sich, was buddeln die da? Ja, ganz offensichtlich haben sie einen Überhang gefunden, auch an der Küste, und buddeln sich jetzt da rein, um dort ein natürliches Dach zu haben. Weil für die Flaschenwahl war ja in diesem Fall hier Joey Kelly verantwortlich, der zusammen damals noch mit dem Keeling eine, ich sag mal, sehr
ambitionierte Flasche gepackt hat. Ja, also nicht jeden Platz maximal ausgenutzt und bestmöglichst den perfektesten Krempel da reingequetscht, sondern, ach, ich nehme mal das mit und das und auch das da vielleicht noch und ja, das passt dann eigentlich schon so. Ne? So in etwa in dem Stil. Bedeutet, die haben keine Dachfolie und dürften damit wahrscheinlich das einzige Team sein, das keine Dachfolie dabei hat, sind also darauf angewiesen, irgendwie ein natürliches Dach zu finden, weshalb diese Grabungsarbeiten hier im Minecraft-Stil eine hervorragende Idee sind. Des Weiteren diese Grabestöcke, die da verwendet werden. Das ist eine alte Nähberg-Technik. Und Kelly ist von Nähberg persönlich auch ausgebildet worden, wenn auch nur, ich glaube, 2 Tage. Aber er hat ein Nähbergsches Survival-Seminar noch erlebt und dementsprechend und schätzt Nähberg auch in höchsten Tönen sehr, 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 sehr hoch ein, weshalb er mir noch allerdings auch sympathisch geworden ist, seit er außerdem keine Musik mehr macht. und ja, das führt dazu, dass der eben meiner Meinung nach wahrscheinlich ziemlich genau weiß, warum er das hier macht. Es ist trotzdem immer noch das Risiko, dass hier die Sturmflut ankommen könnte, aber wenn man kein anderes Dach hat und das hier nicht weggespült werden kann, selbst sollte die Sturmflut kommen, na, schlimmstenfalls hat man sein Bettchen verloren, ein Bettchen ist schnell zu improvisieren, halte ich das hier in diesem Fall wirklich für eine sehr, sehr gute Wahl. Der Gewinner von Alone Staffel 1 hat in so einer Hütte in Anführungszeichen, unter so einem Vorsprung genau das gleiche Prinzip Alone Staffel 1 gewonnen und da, ich weiß nicht, 46 Tage oder was drunter gesessen. Und daher, also wirklich eine hervorragende Idee. Ich bin mir auch sicher, dass es genau das sein muss, weil wir sehen gleich in der nächsten Szene natürlich. Oh, nein, das ist auch nochmal wichtig. Das ist der Rumatra, der formschön hier ein Stückchen Seetang verzehrt. Das ist dahingehend spannend, dass, wie er offensichtlich recherchieren konnte und sich vernünftige Videos dazu angeguckt hat, Seetang oder Algen aus dem Meer sind fast immer essbar. Meines Wissens gibt es weltweit ganz wenige Ausnahmen, dass die so selten sind, dass es quasi keine Rolle spielt, die nicht essbar sind und enthalten immer eine gewisse Menge Protein, durchaus auch Vitamine, möglicherweise Ballaststoffe und einen Haufen gesundes Zeug. Leider auch Jod. Und zwar jede Menge Jod, weil sie eben das Jod aus dem Meerwasser rausfiltern ein Stück weit und eben in sich aufnehmen. Weshalb, wie man weiß, wenn man hin und wieder mal Sushi selber macht zum Beispiel, die Algenblätter, die dafür verwendet werden, Nori-Algen sind das, glaube ich, meines Wissens, getrocknet und geröstet. Aber die enthalten immer den Zusatz, dass man pro Person nur 1,5 Blatt Nori-Alge am Tag essen darf, eben wegen dem Jodkonsum. Man darf auch ein bisschen mehr essen, das ist sehr vorsichtig formuliert, aber tatsächlich sind die Mengen an Algen, die du am Tag futtern solltest, aufgrund der Jodmenge tatsächlich ein bisschen beschränkt. Ja. Es sei denn, irgendwo explodiert ein Atomkraftwerk, in dem Fall solltest du dir ganz viel Alge ganz schnell reinziehen, dann ersetzt die Alge sozusagen die berühmte Jodtablette, die beim Prepper im Schrank liegt, um eben die Schilddrüse so voll zu machen mit Jod, dass die Schilddrüse kein radioaktives Jod einbauen kann, weil sie ja schon voll mit Jod ist. Das ist übrigens sehr, sehr ungesund und empfiehlt sich nur für Leute ab einem gewissen Lebensalter, weil sie dann nicht an der Jodvergiftung sterben werden, weil sie vorher natürlicher Lebenserwartungsgrenze ankommen und dann da deswegen sterben. Ne? Also Jod oder was andersrum. Junge Leute sollen und alte Leute nicht. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das exakt mit der Jodtablette gewesen ist. Ich setze mich damit auch nur rudimentär auseinander. Aber ja, der Jodanteil in Meeresalgen kann so hoch sein, ist am meistens auch, dass man sich da zu viel Jod einverleiben kann. Ne? Aber ich würde mal sagen, grob 50 bis 100 Gramm Alge am Tag mampfen, wenn man am Meer ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee in jedem Survival-Szenario. Und im Übrigen mal ein paar Tage lang oder auch mal 2 Wochen lang eine zu hohe Jodkonzentration zu sich nehmen, ist auch nicht so schlimm, soweit ich das recherchieren könnte. Aber allerdings bin ich auch kein Ökotrophologe. Ja, ich schmeiße heute mit Fachbegriffen um mich. Ich will intelligent wirken. Ein Ökotrophologe ist ein Ernährungswissenschaftler, der sich mit Nährstoffen und der Nährstoffzusammensetzung von Nahrung auseinandersetzt. Die gab es bei mir im Studium 3 Häuser weiter als das, in dem ich gesessen bin. Deswegen weiß ich das.
Oh, und die sind zum Teil sehr attraktiv. Und auch das hat mich als Student ein bisschen Interesse an ihnen entwickeln lassen. Und weiblich, wohlgemerkt, ja. Gut, ja, aber das war das, was ich eigentlich eben noch sagen wollte, nämlich die Höhle hier. Da haben sie sich jetzt eben nach hinten gebuddelt, bauen sich jetzt davor noch ein Dach. Das ist also, wie gesagt, eine hervorragende Idee. Das Ganze liegt auch ein klein wenig erhöht, weil, wie man sehen kann, dass die Steine hier hingespült worden sind. Das ist vermutlich der Grund, weshalb die da liegen. Vielleicht sind sie auch aus dem Hang irgendwann mal runtergepurzelt, weil sie eben freigespült worden. Das ist noch realistischer, weil hier sehen wir, ein Stein hängt da schon noch drin. Wenn noch ein paar Mal das Wasser da dagegen klatscht, wird der auch sich irgendwann lösen und runterkrachen. Und halte ich für eine prima Shelterwahl, insbesondere da eben kein anderes Deckenmaterial verfügbar ist. Ist das wahrscheinlich die bestmöglichste Lösung für ein Shelter, ohne eine vernünftige Plane in der Flasche drin zu haben. Hier sehen wir übrigens ein Preiselbeer-Derivat, diese Pflanze hier mit den kleinen fleischigen Blättern. Es könnte, wahrscheinlich handelt es sich um Cranberry, die kennt man ja, ne? Die kann man ja auch in Deutschland kaufen. Und eben die klassische Cranberry, die der Ami überall hin exportiert, dürfte die hier sein, die hier wächst, wenn ich das richtig interpretiere. Wenn nicht, korrigiert mich gerne, sofern ihr es besser wisst. Ja, halte ich für eine sehr, 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 sehr gute Shelterwahl unter den gegebenen Bedingungen. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden, ne? Weil es geht dann einfach nicht mehr anders. Ja, man kann da mit der Sturmflut erwischt werden, aber die Alternative bietet sich einfach nicht. Ein wasserdichtes Shelter, ein wirklich vor Unwetter schützendes Shelter zu bauen, mit dem, was der Wald da hinten hergibt, das ist zwar nicht unmöglich, aber kurz davor. Ja, das erfordert enorm viel Arbeit und enormen Kalorienverbrauch vor allen Dingen und wäre nur dann sinnvoll, wenn man sich sicher sein kann, dass man hier bis ins Lebensende auf dieser Insel hocken muss, damit dieses Lebensende nicht allzu früh eintritt, könnte man dann eben wirklich versuchen, sich dann ein richtiges Haus in Anführungszeichen zu bauen, was auch wieder die Verfügbarkeit von Werkzeug, das auch große Holzmassen zerteilen und so weiter und so fort kann, voraussetzt. So. Eindrücke der Kandidaten und das war's. Das ist und hier haben wir jetzt Blechnum Spiekant. Also mit ziemlicher Sicherheit Blechnum Spiekant, vielleicht eine Unterart und den Gerrit und Blechnum Spiekant. Ja, vielleicht eine Unterart vom Europäischen. Den habe ich euch hier auch nochmal rausgesucht. Wo ist er denn? Hier, ja, insbesondere dieses Bild hier, gerade diese Wedel hier unten, die haben schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem möglichen Rippenfahren, den man hier sehen kann. Und ja, ne, also nur einfach, damit wir den auch nochmal angesprochen haben. Könnte es mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich Rippenfahren ist. Muss nicht zwingend so sein. Wenn das ist, ist er nutzlos. Naja, also das hilft uns nicht wirklich weiter, diese Erkenntnis, aber es macht mir einfach Spaß zu versuchen, ein paar Pflanzen zu identifizieren, die man schon mal gesehen hat. Geritum Naturensonum oder so ähnlich würde man ihn dann auch wissenschaftlich bezeichnen. Spezies, vermutlich Homo sapiens, hoffe ich zumindest für ihn. nein, Spaß. Lustig, Gerrit ist schon wieder hingefallen. Ja, und das war's. Und der Rest, den können wir uns dann auch schenken. Und ich vermute, ich habe jetzt ziemlich lange was erzählt. Und damit, ja, sind wir fertig. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und hoffe, dass ich keinen weiteren Seven vs. Wild Beitrag machen muss, bis das Ganze dann losgeht. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar machen. Und ja, viel mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Macht's gut. Tschüss.